Bum, bum, bum. Was bedeutet es, Mensch zu sein, Christian? Wow. In einem Satz. alles. Also Mensch zu sein, ist die Erfahrung, die ich jetzt mit diesem Bewusstsein mache. Also ich denke, ich bin ein Bewusstsein, das gerade eine Erfahrung hat als Mensch in einem menschlichen Körper. Herbert Grönemeyer hat mal ein Lied darüber gemacht. Mensch, der Mensch ist Mensch, wenn er lacht und wenn er weint. Christian Stolle, ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat. Für all diejenigen, die dich nicht kennen, war der ganze Name. Du wohnst in Berlin derzeit, bist aber eigentlich ein weltweiter Abenteurer, kann man fast sagen. Ja, also kann man so sagen, ich bin viel gereist früher und jetzt seit ein paar Jahren wieder in Berlin angekommen. Es ist lustig, wenn du sagst früher, weil du bist 35 und du bist einfach schon mit 35 extrem viel rumgekommen. Ja, ich wollte eigentlich auswandern, als ich 16 war. Da wollte ich Mönch werden und meine Familie fand das aber alles ganz schrecklich. Deswegen habe ich doch erstmal die Schule zu Ende gemacht und dann ist das mit dem Auswandern erst was geworden, als ich 21 war. Und du hast ein unglaubliches Buch geschrieben, dieses hier, Generation Mensch. Das ist nur der erste Teil davon. Also wir haben mal irgendwie überschlagen, wenn wir über das ganze Buch reden würden, dann bräuchten wir, glaube ich, 5-6 Stunden mindestens. Unfassbar, darüber werden wir aber heute natürlich sprechen. Es kommen noch zwei weitere Teile. Wenn du das jetzt mal hier zusammenfasst und sagst, Wahrheit, Freiheit, Liebe, Wunder, fangen wir mal mit der Wahrheit an. Ist das hier die Wahrheit? Gibt es überhaupt eine Wahrheit? Also die Informationen da drin sind auf jeden Fall wahr. Die Wahrheit, denke ich, ist größer als irgendein Buch. Es ging mir aber vor allem darum, wahre Fakten zu präsentieren, die ich relevant finde, in Bezug auf das Menschsein, in Bezug auf die Welt, in der wir leben, um die Grundstrukturen zu zeigen. Wie funktioniert das hier grundlegend? Der erste Band ist jetzt erstmal die ganzen materiellen Punkte, also wirtschaftlich, politisch, Wissenschaft, Medien und so weiter. Wie funktioniert das? Was sind die Mechanismen? Was sind da grundlegende Informationen? Und diese umfangreich, wie ich es irgendwie nur rausfinden kann, zu präsentieren mit den ganzen Fakten. Um erstmal eine Orientierung zu haben. Was passiert hier eigentlich? Das ist, darum geht es, deswegen steht da Wahrheit. Aber lernen wir das denn nicht in der Schule? Die Sache ist, ungefähr alles, was da drin steht, ist etwas, was ich nicht in der Schule gelernt habe, sondern erst danach. Und es hat mich immer wieder umgehauen, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe 13 Jahre in der Schule verbracht und hatte schon gar keine Lust mehr auf Lesen, auf Lernen, auf irgendwas. Und hinterher wird meine Begeisterung zu lernen so hart getriggert, dass ich nicht mehr aufhören konnte zu studieren und mir neue Sachen zu suchen und neue Bücher und alles Mögliche, wovon ich vorher gar nicht wusste, dass das überhaupt da ist. Du bist ein sehr intuitiver Mensch, beziehungsweise du lebst intuitiv. Ist das auch schon seit dem 16. Lebensjahr oder wann hat das angefangen, dass du intuitiv lebst, dass du die Dinge tust, die mit dir sich so synchronisieren, dass du ein Gefühl hast von, da bin ich richtig, selbst wenn es schmerzhaft ist? Ja, da gab es zwei große Schlüsselerlebnisse. Das eine war das Erlebnis, was mich dahin gebracht hat, Mönch zu werden. Und das andere war das Erlebnis, was mich dazu gebracht hat, auszuwandern. Fangen wir beim ersten an? Gerne. Okay. Also ich habe bei einer Freundin übernachtet und sie sagte vorm Einschlafen zu mir, hey, kann ich dir ein Geheimnis verraten? Das war irgendwie kurz vorm Jahrtausendwechsel, ne? Ungefähr so die Zeit, ja. Mhm. Ja. Und ich sagte, ja klar. Und sie sagte, bitte erzähl es aber niemandem weiter. Ich habe das in meinem ganzen Leben erst zwei Menschen erzählt. Ich dachte, okay, was kommt jetzt? Und sie sagte, ich sehe Auren. Und ich meinte, wie, was siehst du? Ja, so das ist um jeden Menschen rum und das ist in Farben und meistens auch in verschiedenen Schichten. Und ich sage, Moment mal, das siehst du jetzt auch bei mir? Sie sagte, ja. Und ich sagte, was siehst du bei mir? Und sie sagte, um dich herum ist eine gelbe Schicht, darum noch eine grüne und jetzt gerade strahlst du besonders hell. Und wie sie das gesagt hat, war mir klar, dass sie sich das nicht ausgedacht hat, dass sie es genauso meinte, wie sie es sagte.
Und ich habe alle möglichen Fragen gestellt und sie hat mir so viele Anekdoten erzählt von Sachen, die sie gesehen hatte. Und obwohl das Konzept für mich vollkommen neu war, dass es Menschen gibt, die so etwas sehen, war das, was sie beschrieben hat, hat sich so angefühlt wie etwas, was ich mein Leben lang gefühlt habe. Wie ich Emotionen wahrnehme, wie ich Gedanken wahrnehme, wie ich Erregung wahrnehme, wie sich das im Körper verändert, auch wie man das zu einem gewissen Grad bewusst steuern kann mit anderen Menschen und so weiter. Nur war das vorher nie wirklich ein Gesprächsthema. Und ich dachte dann, als ich älter wurde, vielleicht sind das meine Hormone, Körperchemie oder so. Und bestimmt spielt das da auch irgendwie mit rein. Aber als sie mir das dann beschrieben hat, dachte ich, vielleicht ist da noch irgendwas anderes. Etwas, was tatsächlich objektiv da ist und was man nicht nur fühlen kann, sondern was man auch sehen kann. Und ich war super hart getriggert. Und ich dachte, ich will auch lernen, ob ich das sehen kann. Ganz kurz einmal, Spock, das würde mich jetzt mal interessieren. Aura, wann bist du das erste Mal damit in Verbindung gekommen? Also bei mir ist das sehr spät gewesen. Also ich glaube vor 10 Jahren oder so, dass ich mich mit diesem Begriff Aura, also dass da mehr hintersteckt als irgendwie so ein, ja, so eine esoterische Schwurbelei. Wann bist du mit Aura das erste Mal in Kontakt gekommen? Ja, also ich bin damit vorgestern zum ersten Mal in Kontakt gekommen und gestern, als ich in dem Buch recherchiert habe, um mich vorzubereiten. Okay, ich bin also gar nicht so spät dran. Also war bisher noch nicht relevant für mich. Also gut, habe ich schon mal gehört, aber dass ich darüber nochmal nachgedacht hätte, tatsächlich nicht. Nein, man versteht es erst dann so, also es gibt ja auch sowas wie Aura-Fotografie. Ich habe dann halt irgendwann angefangen, vor 10 Jahren mich auch gerade in diese Literatur einzuarbeiten, weil ich das auch spannend fand. Ja. Ich habe das noch keine komplett überzeugende Maschine gesehen. Es gibt diese Kirlian-Fotografie, das ist nicht das, wie ich das wahrnehme. Das ist vielleicht auch irgendein Phänomen, aber ich denke mal, jeder nimmt sowieso letztendlich Auren wahr. Also jeder hat ein Gefühl von sowas, dass du unmittelbar wahrnimmst, dass dir auch gar keiner nehmen kann. Also es ist für keinen vollkommen neu. Also sag mal so ein typisches Beispiel jetzt für all diejenigen, die auch sagen, habe ich noch nie gehört oder kann ich gar nichts mit anfangen. Also was fühlst du da oder was? Also was kannst du anhand der Aura festmachen für dich? Es ist schwierig, weil was ich fühle, ist es natürlich ein subjektives Gefühl und ich kann jetzt sagen, ich fühle mich eher wohl oder unwohl oder sowas. Und auch wenn ich was sehe, dann hat das ja keine Beschreibung dabei in Worten. Und wenn ich jetzt verschiedene Farben sehe, oder es sind ja nicht nur Farben, es ist auch eine gewisse Größe, es ist die Dichte von dem, was man sieht. Es ist eine Bewegung da drin, teilweise sind es Muster, teilweise ist es ein Funkeln und so. Und das zu interpretieren, ist natürlich super komplex und auch nichts Absolutes. Also ich kann eine gewisse Assoziation geben, was Dinge für mich bedeuten. Zum Beispiel, wenn ich was Schwarzes sehe, heißt das für mich häufig Schmerz oder Scham oder irgendwie sowas. Aber es ist einfach super komplex. Ich habe auch schon Leute gesehen mit faszinierenden Auren, wo ich dachte, wow, interessante Leute, die sich aber als super schwierig, vielleicht cholerisch oder irgendwas herausstellten, was aber nicht heißt, dass sie nicht ganz viel Energie haben. Und man sagt ja immer so, der hat eine große Aura oder der ist, also daher kannte ich den Begriff nur vorher, ein Künstler, der hat einfach eine, also das Ausstrahlung ist so der Mainstream-Begriff dafür. Ja, ja. Aber dass das tatsächlich mehr kann oder mehr ist, das ist ja, also wie bist du da damals damit umgegangen, als deine Freundin dir das erzählt hat? Du hast gesagt, du hast das gefühlt. Aber dass jetzt jemand dir das so spiegelt und sagt, also ich kann das wirklich sehen? Es hat mit dem übereingestimmt, was ich gefühlt habe. Und dann war ich immer noch nicht an dem Punkt, dass ich es hundertprozentig geglaubt habe. Und ich dachte, ich will jetzt erstmal selber experimentieren und habe angefangen zu üben. Und meine Übung bestand darin, dass ich in der Schule, wo es eh langweilig war, mich darauf konzentriert habe, zu sehen, wie kann ich das jetzt sehen? Und die Übung ist ungefähr so, wie ich schaue irgendwo hin, wo ich vorher nicht hingeschaut habe. Oder ich versuche auf eine Weise zu schauen, wie ich vorher nicht geschaut habe. Und das ist sehr merkwürdig, denn die ganze Zeit habe ich das Gefühl, als würde ich ins Leere greifen und denke mir, mache ich hier gerade eigentlich irgendwas? Aber ich habe trotzdem weitergemacht und jeden Tag immer mich wieder darauf konzentriert und ich fühle mich auch wie ergriffen davon. Das hat was Meditatives und es hat Wochen gedauert, bis ich dann sowas wie einen hellen Schimmer wahrgenommen habe, aber keine Farben. Und dann dachte ich mir, bilde ich mir das jetzt ein? Denn das war nicht das, was sie beschrieben hat. Ich dachte, ja, kann schon sein, vielleicht ist das jetzt Einbildung, weil ich so lange probiere, aber ich habe weitergeübt. Und dann wieder Wochen später habe ich angefangen, blasse Farben wahrzunehmen. Da dachte ich, ja. Und dann habe ich sie gefragt, hey, was siehst du bei dem? Und sie hat mir das gesagt, was ich auch gesehen habe. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay,
Es ist nicht ausgedacht. Es ist ein objektives Phänomen, was real da ist. Und ich weiß zwar immer noch nicht, wo es herkommt, was es ist und was das alles bedeutet. Aber für mich war klar, das ist ein Teil davon, wer oder was ich bin. Und für mich war an dem Zeitpunkt dann auch klar, dass ich es nicht irgendwie zur Seite schieben kann und einfach so weiterleben kann, als würde ich es nicht wissen und will einfach nur Karriere machen und die oberflächlichen Sachen, die man machen will. Ich dachte, dann lebe ich an mir selber, am Leben vorbei. Und das war der Punkt, wo ich dann auch das Vertrauen in Autoritäten so ziemlich stark verloren habe, weil ich dachte, sie ist jemand, der das seit sie ein Kind ist. Ich bin jemand, der es gelernt hat. Wir sind bestimmt nicht die ersten Menschen auf der Welt, die das erleben. Warum hat mir vorher nie jemand davon erzählt, dass es Leute gibt, die das erleben? Man hätte mir ja nicht mal sagen müssen, du musst dran glauben, aber einfach nur, es gibt Menschen, die das so wahrnehmen. Vielleicht ist das für dich interessant. Schau dir das mal an als Thema. Aber dass bei all dem Fortschritt, den wir gemacht haben, bei all den Informationen, die zur Verfügung stehen und so weiter, dass niemand von den Autoritäten in der Gesellschaft mir jemals davon erzählt hat, dachte ich, ich weiß nicht, was hier nicht stimmt, aber irgendwas stimmt hier absolut gar nicht. Im Gegenteil, man will das ja sogar unterdrücken. Ich glaube, du hattest auch erzählt, dass deine Freundin sich damals ihrer Mutter anvertraut hatte und die halt auch gleich gesagt hat, du spinnst. Ja, ja. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass mit der wissenschaftlichen Revolution alles, was nicht erklärt werden kann, erstmal irgendwie verdrängt wird und quasi gesagt wird, das ist entweder Einbildung irgendeiner Art oder am besten, das gibt es gar nicht, damit wollen wir uns gar nicht beschäftigen. Im zweiten Band zitiere ich nachher einen Robert Yarn, der hat 1979 Princeton Engineering Anomalies Research Lab gegründet, wo sie paranormale Phänomene untersucht haben. Ich meine, das ist nur eine Organisation von vielen, die das gemacht hat. Und der hat zusammengefasst in einem Paper The Persistent Paradox of Psychic Phenomena, also dass das immer wiederkehrende Paradox dieser Phänomene ist. Wir sehen ganz klar, dass da Phänomene sind. Die sind jenseits von Zufall. Das Problem ist nur, und das Frustrierende, wir können es nicht genau messen. Und das ist abhängig von so vielen verschiedenen Dingen, dass es manchmal stärker ist, manchmal weniger. Und das hängt von so vielen Dingen ab, die wir nicht verstehen. Wir können es nicht genau quantifizieren und klassifizieren. Es lässt sich nicht patentieren wie ein Impfstoff. Das auch. Und das, ja, und... Es ist nicht ein Großer, der viel Geld damit verdienen kann, sondern es ist die Fähigkeit eines einzelnen Individuums. Ja, ja. Welche Informationen zieht man aus der Aura? Also wenn du jetzt Menschen, also du hattest gesagt, dass du das dann auch irgendwann wieder ein bisschen vernachlässigt hast. Du konntest das und dann hast du es aber auch irgendwie nicht weiter trainiert. Ja. Aber was für Informationen ziehst du daraus oder kannst du daraus ziehen? Welchen Mehrwert hat das? Es ist vielleicht ein bisschen banal, aber zum Beispiel, wenn ich an der Tür arbeite und ich sehe... Du hast als Türsteher gearbeitet. Genau. Und wenn ich da jemanden sehe, der ganz viel Flackern in der Aura hat, kann ich mir fast schon sicher sein, der ist auf irgendwelchen Substanzen. Okay. Oder einmal habe ich jemanden gesehen mit einer wirklich großen weißen Aura und es stellt sich raus, er ist Heiler und lernt schon Ewigkeiten mit Mönchen und so. Einmal war jemand super wütend auf mich und hatte eine krass rote Aura. Es ist vielleicht gar nicht so wichtig, Martag. Es ist ein bisschen subtil. Es ist ein bisschen auch so ähnlich wie Sachen, die man aus Körpersprache lesen kann, teilweise. Also es ist jetzt selten, dass ich denke, das gibt mir den entscheidenden Vorteil in irgendwas. Aber es ist, ich finde es hilfreich. Und ich nehme aber auch nicht so viel wahr, weil ich mich nicht darauf spezialisieren wollte, der perfekte Auraseher zu sein. Weil für mich ging es eher darum zu sehen, ist das Phänomen echt oder nicht? Und dann erstmal auch weiter im Leben zu schauen, was gibt es sonst vielleicht noch, was ich nicht weiß. Ich meine, ich muss erstmal auf mein Leben klarkommen, muss mir irgendwie hier eine Existenz bilden und so weiter. Und es gibt so viel kleine und große Sorgen, mit denen man sich rumplagt. Und mit diesem Aura-Sehen, das ist wie mit jeder anderen Fähigkeit auch, je weniger du es übst, desto weniger wirst du es sehen und beherrschen. Und ich hatte einfach meinen Fokus dann auch lange woanders. Vor allem auch auf Studieren, Reisen, Sachen lernen. Das heißt, ich nehme immer noch Dinge wahr. Am leichtesten finde ich es, wenn besonders viel los ist bei Leuten oder wenn sie eine besonders große Aura haben. Aber so, es ist so ähnlich wie wenn du durch die Straßen gehst und kannst du immer genau sagen, was die Leute jetzt für Klamotten anhaben oder interessiert dich das überhaupt? Das ist so ein bisschen Beiwerk. Aber es war für dich auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis, dieser Tag mit deiner Freundin und dieser Beichte, in Anführungsstrichen, die sie da gemacht hat. Ja. Und die hat bei dir ganz viel verändert. Die hat das getriggert, dass ich mich selber damit auseinandersetzen wollte. Und als ich das dann gelernt habe, das war der Punkt, wo ich dachte, okay, also ich werde hier in irgendeiner Weise einen ganz anderen Weg gehen.
weil es da ein riesengroßes Thema gibt, das vom Mainstream, kann man sagen, nicht anerkannt ist, was in meinem Leben aber jetzt da ist, real ist. Ich kann es nicht leugnen, will es auch gar nicht leugnen. Und das war der Punkt, wo ich auf jeden Fall ausgeschert bin. Und ich wusste noch nicht genau, wohin. Und ich dachte mir dann, ich will mehr über dieses Thema lernen, wo kann ich das machen? Wenn ich Psychologie studiere oder sowas, die erkennen das ja gar nicht als wahr an. Ich dachte, dann müsste ich eher in ein Kloster gehen, nach Asien. Mhm. Daoistische oder buddhistische Klöster, habe ich gedacht, weil die schon seit Ewigkeiten damit arbeiten, die nehmen das ernst. Das war so meine erste Idee. Meine Familie fand das alles ganz schrecklich. Das kann ich mir vorstellen. Also das war gerade so meine Gedanken. Wie hat dein Umfeld reagiert? Vor allem auch, wenn man 16 ist. Ja, sie dachten, ich bin verrückt geworden. Mhm. Und wir waren dann tatsächlich auch bei einem Psychotherapeuten. Und der hat mich einmal so abgeklopft auf alles. Und der meinte, geh nach Thailand, da kannst du das auf Englisch machen. Fand meine Familie aber auch nicht cool. Und dann habe ich erstmal die Schule zu Ende gemacht, war dann bei der Bundeswehr, weil ich Einberufungsbescheid bekommen habe und wusste sowieso auch nicht, was ich sonst machen soll. Und ich dachte, okay, wenn es irgendwie ein Krieg anfangen sollte, der irgendwie sinnlos und dämlich ist, kann ich von innen heraus Nein sagen, weil ich war schon pazifistisch durchaus. Aber bin dann da gelandet und dann ist mir ein Buch in die Hände gefallen, ein Studienführer. Und ein Studiengang war Asienwissenschaften. Und ich dachte, das könnte es doch sein. Dann kann ich nämlich eine Sprache lernen, die in Asien gesprochen wird. Und meine Familie ist glücklich, ich habe ein Studium und kann dann auswandern und mein Ding machen. Und ich habe mir Mongolisch rausgesucht, weil ich dachte, die Mongolei ist noch relativ unberührt. Ja. Und dort gibt es auch tibetische buddhistische Klöster, also vom tibetischen Buddhismus beeinflusst. Sie haben Schamanismus. Das passt irgendwie alles. Und dann angefangen, Mongolisch zu lernen. Aber wonach hast du das, ich stelle mir das jetzt gerade vor, gerade wenn man so jung ist, woher kam diese Sicherheit, dass es das ist? Also gerade als junger Mensch ist man doch so, dass man auf 1000 Hochzeiten tanzt. Also ich wusste, ich will auf jeden Fall mehr über diese ganze Sache lernen. Und die Sache war ein Kloster. Ich meine, die Idee war für mich irgendwie. Die war da naheliegend. Und dann war für dich klar, dass es, da geht ein Teil meines Weges hin. Ja, also ich könnte sagen, es war intuitiv, weil die Idee spontan kam, aber ich meine auch, selbst wenn ich analytisch darüber nachdenke, ist es für mich irgendwie naheliegend. Also wenn ich so mir zusammen puzzle, wo kann man das lernen, dann ist die logische Antwort einfach die, denke ich. Ich meine, ich könnte jetzt auch im Westen hier Sachen lernen, aber mein Mindset ist schon, wenn ich irgendwas lernen will, will ich mich wirklich auch in eine Sache vertiefen und das nicht nur nebenher machen. Deswegen war Kloster für mich irgendwie vollkommen in Ordnung als Idee. Und wie alt warst du, als das dann losging mit dem Studium? Nach der Bundeswehr war ich 21. Mhm. Ich war 2 Jahre da und dann war eine mongolische Kommilitonin da, die mich und andere eingeladen hat, mit ihr durch die Mongolei zu reisen. Und wir wollten unter anderem einen ihrer Onkel besuchen, dort auf dem Land. Und noch bevor wir losgefahren sind, war es, als würde meine Stimme mir in meinem Kopf sagen, du wirst später mit ihrem Onkel arbeiten. Und das war sehr, sehr merkwürdig, weil ich hatte vorher noch nie sowas. Das fühlte sich an wie meine Stimme, nur etwas älter. Und ich dachte, werde ich jetzt irgendwie verrückt gerade? Ist das jetzt irgendwie ein Wunschtraum? Ist das irgendwie ein Strohhalm, an den ich mich versuche zu klammern oder was ist das? Und ich habe keinem davon erzählt, weil ich dachte, wenn ich jetzt hier wirklich gerade verrückt werde, dann behalte ich das lieber erstmal für mich. Und wir sind dann dahin gereist, haben ihren Onkel besucht, wie geplant. Er hat uns eingeladen, auf seinen Pferden zu reiten an einem Tag und ich habe mich erst super dämlich angestellt, wollte erst von der falschen Seite aufsteigen, bin fast wieder runtergefallen. Beim Reiten bin ich ganz gut reingekommen, hatte ein gutes Gefühl, bin abgestiegen. Er sagt was zu mir, ich habe es noch nicht verstanden, weil mein Mongolisch noch nicht so gut war und sie übersetzte dann und sagte, er sagt, er gibt dir 1000 Pferde, wenn du für ihn arbeitest. Und in dem Moment war das wie, ich weiß auch nicht, Zeit bleib kurz stehen und ich habe mich an die Geschichte von einem Freund erinnert, der 10 Jahre vorher in der Mongolei war und beim Ringen irgendwie ein paar Jungs da besiegt hat und dann hat ein Typ gesagt, hey, du kannst meine Tochter heiraten und ihm wurde geraten, sag einfach, danke, ich werde drüber nachdenken, ich bin noch ein bisschen jung und ich habe mich irgendwie daran erinnert in dem Moment und dachte, danke für das Angebot, ich werde drüber nachdenken. Und die nächsten Wochen habe ich immer wieder darüber nachgedacht und ich dachte, wie kann es sein, dass ich erst diese Intuition habe und er mir dann das anbietet von sich aus, ohne dass ich irgendjemandem davon erzählt habe. Ich habe mich gefühlt wie im Matrix-Film, wo auf dem Computer auf einmal steht, folge dem weißen Hasen und Neo macht dann die Tür auf und dann ist die Frau mit dem Tattoo mit dem weißen Hasen und der weiß, was soll das hier? Aber dieser Zufall ist einfach viel zu groß.
Und so habe ich mich dann auch gefühlt. Ich dachte, keine Ahnung, wohin das jetzt führt oder was das soll, was das zu bedeuten hat, aber ich muss dieser Spur folgen. Weil wenn ich das nicht mache, werde ich das auf jeden Fall bereuen. Aber wie muss ich mir dann also so ein Leben in der Mongolei jetzt vorstellen als 21-Jähriger? Also das waren ja dann so Momente, aber das ist ja nicht wahrscheinlich 24/7, sondern gab es dann auch Momente, wo du, sage ich mal, von deiner eigenen Courage eher überrannt wurdest und gedacht hast, oh Gott, was mache ich hier überhaupt? Ich muss zurück. Also ich mache doch irgendwie lieber, keine Ahnung, Jurastudium oder Medizin oder irgendwas anderes. Also ich bin dann 2010 dort ausgewandert und das habe auf dem Land gelebt, in Sauchen. Und das war noch vor Smartphones. Also ich hatte jedenfalls keins. Internet hatten die da auch so gut wie gar nicht. Also ich hatte keinen Computer mit Internet dort. Hatte einen Stapel von Büchern dabei. Wir hatten das Wasser in Fässern von der Quelle geholt und da hingebracht. Und draußen Plumpsklo und schon ein Haus, aber dann auch natürlich geheizt mit Holz und so weiter. Und es war sehr simpel. Die Leute hatten aber alles, was sie brauchten. Und ich habe dann in der Dorfschule dort Englisch unterrichtet und dann den Bed and Breakfast mitgeholfen von dem Typ, bei dem ich da gewohnt habe. Und es war im Grunde schon ein sehr schönes Leben. Man hat auch nie ein Flugzeug gesehen. Also es war wirklich komplett Pampa, weg von allem. Und es hatte was. Ich hatte jetzt auch im Grunde keine großen Bedenken, das zu tun. Und mit dem Kloster dachte ich, keine Ahnung, ob das jetzt nochmal passiert, weiß ich nicht. Für mich hatte das aber sowieso so einen spirituellen Sinn. Dadurch, dass diese Intuition, dabei dachte ich, okay, ich werde erstmal einfach das weiterverfolgen und mich erstmal einleben und mal sehen, was passiert. Also du hast dich da quasi dann zu Hause gefühlt? Schon, schon. Und dann kam aber nach relativ kurzer Zeit eine Unruhe über mich. Also wirklich, wirklich greifbar. Also ich habe mich, eine Rastlosigkeit und ich wusste nicht, woher die kommt. Und ich dachte, okay, also wenn ich wieder mehr meditiere, dann wird schon irgendwie die Antwort kommen. Und gesagt, getan. Und die Antwort, die kam, waren zwei Begriffe. Das eine war Zivilisation und das andere war Projekte. Die Begriffe waren einfach ganz da. Die kamen einfach, die waren immer wieder im Kopf plötzlich. Und ich dachte, was soll das denn? Weil in Deutschland, meine Familie konnte das nicht wirklich verstehen, dass ich jetzt abhaue, aber sie haben eine Abschiedsparty organisiert. Die in der Mongolei haben mich alle super herzlich aufgenommen und alle verlassen sich im Grunde darauf, dass ich jetzt da bleibe. Ja. Und dann dachte ich, jetzt stoße ich doch alle vor den Kopf, wenn ich jetzt wieder abhaue. Und alle denken bestimmt, ich bin ein Idiot, der nicht weiß, was er will und so. Und ich dachte, das mache ich auf gar keinen Fall. Aber die Rastlosigkeit hat natürlich nicht aufgehört. Und dann hat es nicht allzu lange gedauert, bis ich gesagt habe, okay, ich weiß zwar nicht, wo es jetzt hingeht, Zivilisation, Projekte oder was ich machen soll, aber ist in Ordnung, ich werde es machen. Und in dem Moment, wo ich diesen Entschluss gefasst habe, hat sich die ganze Rastlosigkeit wie auf Schlag gewandelt in eine Vorfreude, in Enthusiasmus. Aber du wusstest nicht, was kommt. Es war einfach nur, dass du es angenommen hast, quasi als deine neue Aufgabe. Ja, genau. Und dann das nächste war, ich musste nochmal nach China da wegen Passangelegenheiten in die innere Mongolei und dann hatte ich da Computer und habe angefangen zu googeln und ich habe Verzeichnisse gefunden von Intentional Communities, also alternative Lebensprojekte, wo man mitarbeiten kann und ich dachte, das ist genau das. Also die sich so durch Mitarbeit finanzieren, genau. Jeder gibt da oder macht das, was er kann oder? Du lebst dort für Kostenlogie und arbeitest dann dafür mit. Und ich dachte, okay, davon gibt es super viele Projekte, ich werde auf jeden Fall was finden, das mache ich. Aber das hatte jetzt noch nichts mit Zivilisation und Projekte zu tun, oder doch? Also schon, ich habe vor allem in der westlichen Welt Projekte gefunden, also sowas wie, zum Beispiel als ich in der Mongolei war, dachte ich, die brauchen mich dort nicht, um denen zu zeigen, wie man lebt. Also die wissen selber am besten als Nomaden, wie sie da über die Runden kommen. Aber in der westlichen Zivilisation alternative Lebensentwürfe in der Praxis umzusetzen, das war etwas, was für mich total stimmig war, in der Zivilisation neue Projekte umzusetzen. Die Zivilisation, wie hast du sie damals empfunden? War sie schon damals für dich auch auf eine gewisse Art und Weise, ich sage mal, auf einer falschen Bahn? Ja. Auf jeden Fall. Also ich habe 2007 im Zeitgeist gesehen, als ich angefangen habe zu studieren. Und das ist das, was mich wirklich in die Recherche gebracht hat von... von dem hier. Ja, genau. Von Informationen, die echt sind, die aber in den Schulbüchern nicht vorkommen. Und ich dachte erst, Moment mal, das kann doch alles nicht sein. Wenn das sein könnte, hätte ich doch schon von... Hättest du davon gehört. Ja, genau. Und dann habe ich angefangen, das nachzuprüfen und sehe, okay, alle wesentlichen Fakten dort sind nachprüfbar und echt.
Und das hat eine Lawine losgetreten. Dann habe ich nicht mehr aufgehört zu lesen und habe natürlich auch Leute in meinem Umfeld darauf angesprochen und bin viel mehr als heute auch auf Widerstand gestoßen oder auf Desinteresse. Und ich dachte, okay, wenn ihr alle davon nichts wissen wollt, also das, was hier passiert, richtet sich gegen dich, gegen mich, gegen uns alle. Gib mal ein konkretes Beispiel, eins. Das ist das Geldsystem, das es keiner versteht. Woher das kommt, dass das letztendlich nur einer relativ kleinen Clique nutzt, die dieses Geld macht und die, sag ich mal, damit zusammenhängt. Ich nenne das gerne die Korporatokratie, also große Unternehmen, Banken, Regierungen und so weiter, die davon profitieren von diesem Modell und wir letztendlich alle schleichend enteignet werden. Und das ist, finde ich, schon relevant, weil ich will nicht in so einer Welt leben und meinen Kindern dann irgendwann sagen, wenn die mich fragen und das rausfinden, dann sagen, ja, das weiß ich, aber das ist so und wir können da nichts gegen machen und damit müssen wir einfach leben. Das ist für mich absolut keine Option. Das heißt, du hattest das verstanden und wolltest jetzt irgendwie deinem Umfeld sagen, hier, hört mir mal zu. Genau. Und ich habe gemerkt, die Leute wollen es gar nicht wissen. Genau, entweder Verschwörungstheorie oder ich will damit nichts zu tun haben und so. Und ich dachte, okay, ja, wenn ihr alle so ins offene Messer laufen wollt, dann macht das halt und ich gehe dann eben in die Mongolei und mache dann mein eigenes Ding. Zumindest sind wir da Selbstversorger und ich muss mir dann keine Sorgen darum machen, wenn euch das irgendwann alles auf die Füße fällt. Und als ich dann aber in der Mongolei war, dachte ich auch, ja okay, jetzt kann ich hier meinen Arsch bis ans Ende aller Tage in Sicherheit wiegen. Aber wem habe ich damit geholfen? Ich meine, es geht ja auch nicht nur darum im Leben. Und das habe ich dann aber auch erst gemerkt, als ich da war. Das heißt, das war ein innerer Konflikt? Schon noch irgendwie. Sowas wie, ja, jetzt bist du hier in Sicherheit und kannst auch hier ewig leben, aber wozu? Du könntest ja auch noch irgendwie vielleicht was beitragen. Und ich meine, entweder dein Leben ist jetzt hier in gewisser Weise vorbei, weil du jetzt dich nicht mehr wirklich weiterentwickelst und nicht mehr wirklich was machst. Oder du sagst, hey, du fängst jetzt ein neues Leben an und schaust mal, was passiert. Du hast das neue Leben angefangen. Ja. Und was ist passiert? Na, der nächste Schritt konkret war, ich habe in eins von dieser Verzeichnisse Heilung eingegeben, weil ich dachte, was brauchen Menschen eigentlich? Heilung. Weil ja, jeder hat irgendwie sein Trauma und alles sowas. Und ich denke, wenn Leute weiterkommen wollen, müssen sie erstmal ihre Traumata überwinden, so ganz grundlegend. Und hatte da zwei Ergebnisse gefunden. Eins war ein Schloss und ich dachte, okay, warum nicht? Ich wollte immer mal auf dem Schloss leben. Und habe dann ein halbes Jahr in einem Schloss in Sachsen-Anhalt gearbeitet und da ein alternatives Heilungszentrum mit aufgebaut. Und das war dann nur der erste Schritt. Und von dort aus ging das dann immer nur noch kreuz und quer über alle möglichen Sachen. Was alles nicht geplant war. Was dann immer sich von einem zum nächsten ergeben hat. Also von dort war ich dann in Portugal, habe dort Häuser von den Leuten vom Schloss vermietet, habe nebenher ein Buch übersetzt von einem Navy SEAL, der über intuitive Fähigkeiten geschrieben hat. Bin dann weiter nach Ecuador, weil ich jemanden kennengelernt habe von einer Whistleblower-Plattform, ähnlich wie WikiLeaks, der mich verbunden hat mit Leuten in Washington, als ich dann war vorher noch in Gran Canaria, habe dann im Hostel gearbeitet, dort nebenher für das Nexus-Magazin geschrieben und eine Amerikanerin kennengelernt, bin der dann quasi gefolgt und habe dann noch die Leute kennengelernt, die ich von dem Typen aus Ecuador kennengelernt habe, die im Pentagon gearbeitet haben. Und seine Frau ist Drehbuchschreiberin in Hollywood gewesen und habe dann da Pentagon-Insider kennengelernt, auf einmal in Washington und bei denen einen Monat gelebt. Und das ist jetzt nur mal ganz kurz, also es ist noch ein bisschen mehr passiert in den Jahren. Und dann wieder nach Deutschland gekommen und dann dachte ich mir, okay, ich brauche mal wieder mehr Geld, einen Job. Ich meine, ich habe vorher immer mit dem Minimum an Geld mich durchgeschlagen. Und mein Ziel war auch immer, ich wollte reisen und lernen. Das war mein Fokus. Ich wollte nie Geld haben, ich will lernen, was hier passiert. Und habe auch genau das bekommen und bin immer wirklich mit dem letzten Dollar und so und mit bei Leuten arbeiten und dafür dort leben und so weiter weitergekommen. Und dann nach diesen Jahren der Wanderschaft dann irgendwann wieder in Deutschland angekommen und dachte, was mache ich jetzt als nächstes? Und ich habe meine Familie gebeten, bitte, ich muss jetzt erstmal wieder was finden, was ich als nächstes mache. Könnt ihr mich kurz aufnehmen? Bitte geht mir nicht auf die Nerven. Und habe meditiert, bin spazieren gegangen und nach ein paar Tagen gehe ich wieder in den Wald und plötzlich ist in meinem Kopf die Stimme Kommunikation. Und ich denke, okay, was denn? Buch.
Und ich dachte mir, ja, ich wollte schon immer mal schreiben, aber ich wüsste echt nicht, wo ich anfangen soll. Und das Nächste, was in meinem Kopf war, war eine Struktur von Kapiteln. Das heißt, das ist da entstanden? Das ist da entstanden. Das war der Moment, wo es entstanden ist. Und ich dachte, ha, so könnte das funktionieren. Und dann bin nach Hause, habe die Struktur aufgeschrieben und dann das angefangen mit Inhalt zu füllen. Aber ich muss jetzt nochmal, weil das ist ja einfach, das ist ja so im Zeitraffer. Gab es nie einen Moment von Zweifel? Gab es nie einen Moment, wo du gesagt hast, was mache ich hier eigentlich? Also warst du gefühlt die ganze Zeit im Flow? Nein, das ist teilweise super schwierig. Also immer mal wieder mit dem Rücken zur Wand, auch wenn man keine Kohle hat und so, dann denkt man sich, was mache ich hier eigentlich? Und emotional ist das teilweise super schwierig gewesen dazwischen. Also grundsätzlich die Absicht und die Überzeugung, dass das irgendwie schon richtig ist, ist trotzdem auch nie ganz weg. Aber trotzdem ist es auch teilweise super schwierig. Nur auch je länger ich das gemacht habe, desto mehr habe ich diesen Eindruck bekommen, wenn ich aufrichtig diesen Weg gehen will, der auch irgendwie ein Herzweg ist, wo es darum geht, Liebe zu manifestieren und uns allen irgendwie zu helfen. Und wenn ich das aufrichtig mache, ist das, und da aufrichtig eine Hand rausstrecke und sage, ich bin bereit, das zu tun, ich bin bereit, dafür zu arbeiten, dann habe ich es einfach immer wieder erlebt, dass im entscheidenden Moment von der anderen Seite in irgendeiner Form Hilfe kommt, Unterstützung kommt. Und je öfter ich das gemacht habe, desto mehr fiel es mir dann auch leicht, darauf zu vertrauen, dass es so ist. Hast du eine Erklärung dafür? Funktioniert das bei jedem oder hast du einfach Glück gehabt? Ich kann es jetzt natürlich nicht beweisen, aber so aus Erfahrung und aus dem, was ich von anderen höre, denke ich, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass Liebe die stärkste Kraft ist, dass wenn man... Das ist ja auch das dickste Wort hier auf dem Buch, ne? Ja, dass wir mit unserer fokussierten Absicht tatsächlich eine Realität schaffen. Und wenn man darauf vertraut, umso mehr. Und wenn wir uns mit anderen zusammentun und mehrere Leute zusammenkommen mit dieser Absicht, dann entstehen Dinge auf einer feinstofflichen Ebene, kann man sagen. Arrangieren wir uns, vernetzen wir uns, arbeiten wir zusammen, was sich dann später darin manifestiert, dass man sich zufällig trifft und dass man, dass all diese Dinge passieren, die dann in der greifbaren Welt nachher passieren. Also das ist meine Erklärung dafür, dass Synchronizitäten real sind, dass wir alle vernetzt sind und dass Liebe letztendlich die stärkste Kraft ist von allen. Das ist meine subjektive Wahrnehmung von all dem. Aber wie, also wenn ich das hier lese, und ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht ganz geschafft, es zu lesen, aber ich habe viel davon gelesen und bei vielen Punkten, also bin jetzt auch schon ein bisschen länger in der alternativen Szene, sind Dinge drin, wo ich sage, das kannte ich schon, aber ganz viel, wo selbst ich noch gestaunt habe und gedacht habe, irgendwie, wow, das gibt's doch nicht. Also das wird ja immer krasser. Das heißt, das führt ja auch dazu, dass man in gewisser Weise so ein bisschen irgendwann dasteht wie das Kaninchen vor der Schlange und sagt, oh Gott, ist alles so furchtbar, ist alles so schrecklich. Wie kommen wir da bloß wieder raus? Ja, und auf der anderen Seite ist es wichtig, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was nicht stimmt. Also wie hältst du da die Balance zwischen diesem Wissen, was teilweise einfach wirklich echt einen richtig runterzieht, wo man so in diese Abwärtsspirale gefühlt kommt, und auf der anderen Seite aber Licht am Ende des Tunnels. Also die Sendung heißt After Dark, also was passiert nach der Dunkelheit, weil hier ist ja ganz viel Dunkelheit drin. Also wie gehst du damit um? Und mein Naturell ist, ich will wissen, wenn es irgendwas gibt, das mich persönlich bedroht, will ich genau wissen, was es ist, und ich will es bei den Hörnern packen und damit umgehen. Das ist, glaube ich, auch eine Typsache. Manche würde das zu krass runterziehen, und vielleicht ist es auch nicht für jeden der richtige Weg, sich wirklich im Detail damit auseinanderzusetzen, was hier eigentlich passiert. Und die brauchen nur Inspiration, einfach konkret jetzt in ihrem Leben, in ihrem Umfeld irgendwas Positives zu tun. Was auch cool ist, was auch vollkommen legitim ist. Ich denke, das ist echt eine Typsache. Und mein Typ ist eben, ich will es genau wissen und will das auch meinen Teil dazu beitragen, dass andere, die das gleiche Interesse haben, die sich darüber bilden wollen, wie funktioniert hier eigentlich alles und wie kann man in einem Abstrakten überhaupt erstmal das verstehen und wie kann man auch eine andere Vision sehen, wie es aussehen kann. Jemand, der Interesse an all diesen Themen hat, dem wollte ich was bieten, um diese ganzen Recherchen, die ich über mehr als 10 Jahre... Hier sind über 2000 Quellen drin. Ja, die ich im Detail in all dieser langen Zeit mir angeeignet habe, dass ich die jemandem weitergeben kann in zusammengefasster Form.
damit man eben sich Zeit spart. Und, naja, es führt ja dazu, so mache ich das bei solchen Büchern, dass ich sie eben häppchenweise lese und dann aber auch versuche, mich mit dem, was da kommt, eben auseinanderzusetzen. Also, dass ich es nicht wegbügel, sondern wenn es mir Angst macht oder wenn ich eine Wut kriege oder wie auch immer, dass die dann halt einfach erstmal da sein darf und ich es nicht am Stück lese, sondern dann auch erstmal eine Pause mache, es zur Seite lege, es verarbeite, was da ist und dann versuche, mir klar darüber zu werden, okay, all das, was hier drin steht, ist eben auch ein Teil des Menschseins. Also auch das Böse ist ein Teil des Menschseins. Ja, das klingt wie eine sehr gesunde Herangehensweise, denke ich, weil so ging es mir auch, als ich das selber recherchiert habe, so ging es mir auch, als ich das geschrieben habe. Also das geht mir natürlich auch alles nahe. Ja. Was ist so für dich persönlich das, also das, was du niemals für möglich gehalten hättest? Das Krasseste? Also, schwer zu sagen. Ist das die Dutroux-Nummer? Ja, das ist das, was auf jeden Fall, was ich am schlimmsten finde, diese ganze Sache mit den ganzen Missbrauchsgeschichten, was ja im Mainstream abgebügelt wurde Ende der 80er als Moral Panic, dass die Leute sich quasi über nichts Sorgen gemacht haben. Aber wenn man sich die Indizien anschaut, ist es offensichtlich, dass es stattfindet, ist auch offensichtlich, dass es bis heute stattfindet. Ich habe auch noch mehr Informationen, die ich gar nicht veröffentlichen kann, aus Gründen, über die ich jetzt nicht sprechen will, nicht sprechen kann. Aber das ist alles so echt wie die Nase in meinem und in deinem Gesicht. Die Frage ist aber auch, wenn ich jetzt Leute darauf hinweisen will, bringe ich dadurch mich den anderen weiter. Also ich will es schon erwähnen grundsätzlich. Ich denke, es ist auch wichtig, dass sich nochmal, wenn man den Gesamtkontext wirklich verstehen will, dass man das auch berücksichtigt. Aber ich würde auf das Thema jetzt nicht so prominent hinweisen. Ja, weil ich denke, dass es wirklich zu hart ist. Das ist ja, und sensationalistisch könnte ich das machen und sagen, ja, wenn es mir nur um Sensationalismus geht oder sowas, dann könnte ich das machen, aber ich halte es nicht für gesund. Also einerseits finde ich es wichtig, dass man weiß, dass es da ist, aber es ist ein hartes Thema, also das Härteste, so wie ich das sehe. Absolut. Es lässt einen auch nicht nur fassungslos, sondern eben auch völlig, also erstarrt erstmal zurück. Ja, ja, ja. Also, was soll ich sagen? Wenn ich dazu zu lange mich auf sowas konzentriere, habe ich die Bereitschaft, wenn ich wüsste, da ist irgendjemand, der sowas macht, ich bin ein sehr friedlicher Mensch, aber ich hätte null Hemmung, denen den Kopf einzuschlagen, bis sie Matsche sind. So, und ich will nicht gerne in so einem Zustand sein. Ich will mich auf Liebe fokussieren. Ich will mich auf was Kreatives fokussieren. So, ist das ja mit Liebe zu heilen? Ich weiß, das kann als provokante Frage empfunden werden, aber jetzt aus der spirituellen Sicht, ist das mit Liebe zu heilen oder ist die Wut, die Verzweiflung? Ich denke, der Punkt ist, je mehr wir Liebe manifestieren, je mehr Menschen eigenverantwortlich, selbstbestimmt leben, desto mehr, sag ich mal, ändern wir das ganze Energiefeld, in dem wir leben. Und, also wir entziehen dem Bösen dadurch den Nährboden. Desto weniger können solche Dinge gedeihen und wachsen. Und desto mehr gedeihen Dinge, die heilsam sind. Und das ist ein organischer Prozess. Und je mehr Leute, sag ich mal, in so einer Schwingung leben und Dinge manifestieren, die wirklich Qualität haben, desto mehr wird es auch passieren, dass Leute, die nah dran sind oder verwickelt sind in solche Sachen, auch nochmal eher auf die Idee kommen, Moment mal, was ist hier eigentlich? Oder dass die von außen beeinflusst werden und so. Also dadurch, dass jeder Einzelne einfach mehr Verantwortung übernimmt und mehr Liebe manifestiert, entziehen wir dem den Nährboden, denke ich. Ohne, dass wir es direkt angreifen müssen. Ohne, dass ich direkt, also ich meine, für jemanden, den es zutrifft, der irgendwie den Zugang hat, ja, mach es so. Aber für dich und mich ist das jetzt wahrscheinlich nicht der Weg, denke ich. Ich habe intuitiv für heute ein paar Bücher noch zusätzlich ausgewählt, unter anderem das Kybalion, die 7 hermetischen Gesetze. Wenn du das so sagst, ist für mich nur die Frage, inwieweit, wir leben ja in einem Universum der Polarität, inwieweit es überhaupt möglich ist, immer in der Liebe zu sein. Ist das möglich? Was heißt denn Liebe, sollten wir vielleicht erstmal sagen. Also für mich heißt Liebe, das Beste zu wollen für alles, das da ist. Mhm.
Und ich denke, jeder und alles hat ein individuelles, eine individuelle Existenz, ein individuelles Bewusstsein. Und ich will, dass jedes individuelle Bewusstsein, Existenz sich nach seinen eigenen Vorstellungen manifestieren, ausleben, entfalten kann. Und dabei will ich jeden und alles unterstützen, damit sie das tun können, auf eine friedliche Weise natürlich, ohne dass sie andere dabei schädigen. Das ist für mich Liebe. Und ich denke, diese Absicht kann man grundsätzlich schon ständig als Fokus haben, was nicht heißt, dass man auch mal einen schlechten Tag haben kann oder so. Ja, aber die Frage ist schon, inwieweit, also Spock, was sagst du, inwieweit wir als Menschen dauerhaft friedlich in Liebe miteinander leben können oder ob das eben aufgrund dieser Hermetik gar nicht möglich ist, selbst wenn wir das als gute Absicht hätten. Weiß ich nicht. Darüber mache ich mir auch gar nicht so viel Gedanken. Also ich habe mich für mich, für die Liebe entschieden, also dafür, dass ich das so machen will. Und damit hört die Frage für mich auf, ob man das kann oder nicht. Für mich ist das ein bisschen Sophisterei. Also es ist bestimmt eine interessante Frage, aber es ist eine, die mich persönlich nicht so interessiert. Ich glaube, genau dem würde ich mich anschließen. Ich habe auch gerade überlegt, was antworte ich denn darauf? Ich glaube, das ist nur wichtig, dass ich für mich beschließe, wie ich es mache. Das heißt, also zumindest im Moment ist das so. Mhm. Das heißt nicht, dass sich das morgen nicht ändert. Also ich will da keinen Standpunkt draus machen. Ja, ich überlege gerade. Also natürlich, ich wünsche mir nichts mehr. Bin auch ein extrem friedlicher Mensch und ich liebe andere Menschen und ich frage mich einfach immer nur. Also meine Oma hat immer gesagt, die Sonne muss untergehen, damit sie wieder aufgehen kann. Man muss mal gefroren haben, um zu wissen, wie schön Wärme ist. Man muss mal irgendwie auch nichts zu essen gehabt haben, um wieder zu wissen, wie schön und wie gut Essen ist. Und nach diesem Prinzip frage ich mich einfach, inwieweit wir das auch brauchen, also den Hass, den Krieg, um am Ende auch wieder die Liebe empfinden zu können. Das ist ein bisschen wie die Frage nach der Daseinsberechtigung des Teufels, oder? Ja, aber das ist so die Frage, also die mir halt einfach kommt, weil ich es gerne verstehen möchte, weil ich mir auch nichts mehr wünsche als das und weil ich auch versuche, überwiegend so zu leben, aber weil ich mich anhand der aktuellen Situation, was ich so um mich herum sehe, frage, ob es jemals möglich sein wird. Ich weiß, das ist eine hypothetische Frage. Ich weiß, es ist auch eine Frage, die wir heute nicht endgültig beantworten können. Aber es ist eine Frage, die einfach da ist und die mich beschäftigt. Also vielleicht hat das Zerstörerische auch seine Legitimität. Und vielleicht ist es auch notwendig, dass irgendjemand das ausleben und manifestieren will. Insofern kann ich das vielleicht sogar akzeptieren, dass es da ist, aber ich weiß trotzdem, was ich für mich als Entscheidung getroffen habe, was ich manifestieren will. Was auch nicht heißt, dass ich das jetzt bis ans Ende aller Zeiten so machen muss, aber das ist aktuell auf jeden Fall meine Entscheidung. Wie manifestierst du? Indem ich in meinem Leben die Realität schaffe, die Lebensumstände schaffe, die ich für lebenswert halte. Also es ist zwischenmenschliches Verhalten, dass ich dort so lebe, wie ich es gerne sehen würde. Ansonsten auch, ich meine, sowas wie Konsumverhalten, sowas wie Arbeit. Also was mache ich da konkret? Und natürlich bin ich da jetzt nicht perfekt und habe hier den absolut reinen Fußabdruck oder wie man das dann auch immer nennt. Aber zumindest bewusst in die Richtung zu gehen, dass ich denke, dass alle meine Handlungen und dass ich da berücksichtige, was für einen Einfluss sie haben auf die Umwelt, auf Menschen und so weiter. Und dass ich da möglichst dorthin kommen will, dass alle meine Handlungen möglichst positiven Einfluss haben auf alle. Das ist einfach so der grundsätzliche Weg, den ich gehen will.
Und es ist natürlich schwierig, wenn man in einer Welt ist, wo man in ein System zusammenhängt, in die man letztendlich reingeboren wurde und wo du von vornherein mit allem, was du tust, irgendwie dazu beiträgst, dass es auch so weitergeht. Dadurch, dass wir Steuern zahlen, finanzieren wir das alle mit. Und wenn du irgendwelche Sachen haben willst, sei das jetzt Handy oder sonst was, dann bekommst du es nur auf eine Weise, die natürlich nicht nachhaltig ist. Also du kannst dann immer nur zu einem gewissen Maß irgendwie weiterkommen und sagen, ich will hier meinen Einfluss grundsätzlich verbessern, aber so, das ist die Idee und in die Richtung gehe ich jetzt langsam und es ist natürlich, du kommst immer an super schwierige Punkte, zum Beispiel das Geld verdienen, ich meine, find einen Job, der super ethisch ist, also jemand, der den hat, super, also großartig, aber es ist hart schwierig und ich mache jetzt gerade eine Umschulung zum Programmierer, weil ich über die ganzen Jahre keinen Abschluss in irgendwas wirklich hatte. Und dachte, okay, ja, das kann ich auf die Schnelle lernen und das kann ich erstmal machen, um Geld zu verdienen. Und ich brauche jetzt ein gewisses Geld, um eine gewisse Freiheit zu haben. Ich war vorher Türsteher, bei dem Job hatte ich noch den Eindruck, okay, hier mache ich was wirklich Positives. Ich sehe den positiven Effekt. Leute um mich herum haben eine friedliche Atmosphäre. Und das ist für mich ethisch verdientes Geld. Und aufgrund der ganzen Situation kann ich das jetzt nicht mehr machen. Ich kann nicht Leuten sagen, du kannst nicht rein, weil du keinen Impf- oder keinen sonst was Nachweis hast. Und selbst wenn du getestet bist, mit einem Test, der wahrscheinlich nicht so gut funktioniert und so, aber selbst wenn du das auch noch machst und gesund bist, kann ich dich trotzdem nicht reinlassen. So, das ist für mich einfach nicht mehr möglich. Und dann ist die Frage, was mache ich jetzt als nächstes? Und ich weiß auch, dass die ganze IT-Branche jetzt auch nicht alles perfekt ist und so, aber das ist dann auch, ich muss auch den Kompromiss machen, wie geht es jetzt für mich weiter und eine gewisse Handlungsfreiheit haben, denn ansonsten bin ich hier und arbeitslos und komme über die Runden mit Hartz IV, so mehr schlecht als recht, aber fühle mich, als würde ich auch die ganze Zeit in der Falle sitzen, denn wenn jetzt irgendwann was passiert von außen, ich habe keine Handlungsfreiheit, irgendwas zu tun. Ich lebe nur von Monat zu Monat und was mache ich so? Und wir sind natürlich dann in den Sachzwängen auch die ganze Zeit gefangen. Ja, und es endet immer oder es dreht sich immer am Ende alles tatsächlich ums Geld. Das Geld ist dann diese Freiheit in diesem System. Es kann einem das geben. Also natürlich, wenn jetzt jemand eine Lebensgemeinschaft findet, wo er ohne Geld leben kann, die relativ autark sind, ist das auch cool. Also wie da jetzt jeder konkret seinen eigenen Weg findet, ist dann super individuell. Also zum Beispiel habe ich jetzt meinen Fokus auf eine Sonderwirtschaftszone in Honduras gerichtet, auf einer Insel dort, die von Freunden gegründet wurde, die ich seit 10 Jahren kenne, aus der libertären Szene. Und dachte mir, okay, warum nicht das? Aber genau, ich habe viele Freunde, die jetzt auch aufgrund der Corona-Situation gepusht, alles Mögliche anfangen. Also manche wandern nach Portugal aus, nach Albanien, nach Uruguay, nach Kroatien habe ich auch gehört, ne? Es ist ja Costa Rica, also ja, überall. Also es gibt gerade super viele Möglichkeiten. Es gibt auch Leute, die in Deutschland bleiben und die Sachen machen. Und das kann man auch alles machen. Es gibt überall Für und Wider und politische Stabilität und so. Und ich meine, wo ist das gegeben? Ich meine, ich suche seit 10 Jahren auch auf der Welt, wo kannst du eigentlich hingehen, wo du es relativ friedlich hast und relativ sicher. Und ich weiß den Ort nicht. Und auch Honduras weiß ich, ist nicht perfekt. Und ich sehe in keinem Land der Welt Politiker, denen ich wirklich vertraue. Ich denke, die sind alle korrupt. Und das ist jetzt auch ein Experiment und muss sehen, wohin das führt. Aber grundsätzlich diese Idee, dass man sowas wie Lebensinseln schafft, dass sich gleichgesinnte Leute zusammentun. Ich glaube, Freie Privatstädte von Titus Gebel ist auch so ein Projekt. Ne? Der ist auch dabei, genau. Ah, ja. Okay. Und ja, das ist so eine Idee, Orte zu schaffen, die erstmal relativ rechtlich unabhängig sind. Ich meine, wie langfristig das dann alles ist und wie das dann alles funktioniert in der Praxis, wird man sehen. Aber grundsätzlich gefällt mir dieses Konzept, dass du eine rechtlich unabhängige Gemeinschaft hast, die sehr libertär ist, wo du relativ freiheitliche Gesetzgebung hast. Also der Staat als Dienstleistung quasi. Genau. Und als Dienstleistung, für die du halt was bezahlst. Genau. Genau, aber freiwillig, dass man sich selber aussuchen kann und nicht so, dass es einem vorgesetzt wird und dass die Preise, wie jetzt vom Staat, Preise im Sinne von Steuern einfach willkürlich festgesetzt werden. Und das heißt, es gibt einen Vertrag, da steht was drin und das muss dann auch erfüllt werden. Genau. Da kann man jetzt nicht plötzlich sagen, irgendwie man packt noch eine CO2-Steuer obendrauf. Genau. Ja. Diese ganze Privatisierungssache, ja, das ist ein super wichtiges Thema. Ich meine, wir haben jetzt schon viel über Spiritualität und so gesprochen, aber so das größte Anliegen, okay, oder wesentliche Anliegen, der Hauptteil des Buches im ersten Buch
ist freiheitliche Ordnung und wie funktioniert sowas überhaupt? Und ich bin pro Markt, pro Privat und das sind so, schon so Begriffe, wenn du die heute sagst, Privatisierung, dann schrillen bei allen schon die Alarmglocken und sie denken, das ist doch alles schrecklich und Moment mal, alles soll privat sein, das geht doch gar nicht. Egoistisch. Genau, sowas alles. Und das sind Mythen letztendlich, mit denen will ich unbedingt aufräumen, weil ich denke, es ist verheerend, wenn wir an diesen hängen bleiben. Und was man immer hört, ist, das sind doch die bösen Neoliberalen zum Beispiel und die freie Märkte über alles und man sieht doch, wohin das führt und so. Und wenn du Lust hast, können wir da ein bisschen. Ja, gerne. Also deswegen natürlich, deswegen komme ich auch genau auf dieses Thema, beziehungsweise bin dir dankbar für diese Brücke. Deswegen fiel mir auch gerade dieses freie Privatstädte ein, weil das ja ein Konzept zu sein scheint, also was ganz neue Wege geht und was auf jeden Fall, ja, das ist jetzt wieder die Frage, eher elitär ist. Also wenn du mitmachen willst, du brauchst Geld, um dir dort ein Grundstück zu mieten, was aber nicht sehr teuer ist. Mhm. Du müsstest dir natürlich irgendwas bauen, wobei du jetzt auch das simpelste Kabuff bauen könntest, wenn du darauf Bock hättest, dort zu leben. Und du kannst es auch. Es ist in Ordnung. Das heißt, ich habe da kein Bauamt, das mir sagt, es muss so und so sein. Die Häuser sind vorerst auf 2 Etagen begrenzt, aber ansonsten kannst du eigentlich machen, was du willst. Ja. Das heißt, wenn du mit einem sehr einfachen Leben zufrieden bist und als Selbstversorger leben kannst, kannst du das dort machen und du brauchst nicht viel Kohle. Ja. Aber jetzt würden vielleicht viele sagen, aber wir leben doch eigentlich in einem freien Sinn. Eigentlich, also gut, okay, natürlich ist es schwierig, irgendwie, keine Ahnung, einen Bauantrag beim Bauamt einzureichen. Das ist an dem einen Ort schwieriger als am anderen und immer so. Aber grundsätzlich kann man doch hier frei leben. Also was hat denn der Christian Stolle da? Ja, ich glaube, das ist... Was gefällt ihm denn nicht? Wenn man so konditioniert ist, sieht man... Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ja. Diese Konditionierung, deswegen frage ich das, weil das auch also bis vor 10 Jahren auch meine Konditionierung war und ich es einfach spannend finde, genau darüber auch zu sprechen. Ja. Wie man die verliert, beziehungsweise wie man versteht, was denn daran besser ist. Ja, also wenn man die Steuerlast zum Beispiel von vor 100 Jahren sieht, dann war die irgendwie im einstelligen Bereich. Und wenn man den Leuten von damals gesagt hätte, dass der Staat und die Steuerlast und so weiter so auswuchert wie heute, hätten die gesagt, das ist Wahnsinn, das kann doch gar nicht sein. Aber man wurde Stück für Stück da dran geführt und wir leben ja heute auch in mehr Luxus als damals. Das heißt, der durchschnittliche Hartz-IV-Empfänger hat ja heute mehr Luxus als irgendwie ein König von vor 100 Jahren. Und dann denken wir, okay, das System scheint zu funktionieren. Aber ich denke nicht, dass das der Verdienst dieses Systems ist, sondern das ist der Verdienst des technischen Fortschritts, der noch viel weiter gekommen wäre, wenn das System nicht so viel falsch umverteilen würde, nicht so viel behindern würde. Wobei der Hartz-IV-Empfänger jetzt sagen würde, empört, also ich lebe doch nicht wie ein König. Ich denke so Luxussachen wie Heizung, wie fließendes Wasser, wie diese ganzen Dinge, wie ärztliche Versorgung, denke ich, dass das schon besser ist als ein König, der vor 100 Jahren gelebt hat. Ungefähr. Oder auf jeden Fall auf einem sehr, sehr viel höheren Niveau als der Durchschnittsbürger von vor 100 Jahren. Und wir denken dann häufig automatisch, das ist der Verdienst dieses politischen Systems oder so, in dem wir leben. Aber ich denke, das ist vor allem der Verdienst von Innovatoren, die noch sehr viel innovativer wären, wenn man sie noch viel freier machen lassen würde und wenn der Staat nicht ständig auf eine Weise umverteilen würde, die ganz wenigen nützt und ganz vielen schadet. Und wenn man in diesem System aber groß wird, in der Schule, wo es darum geht, Autoritäten zuzuhören und wo auch gewisse Dinge nie hinterfragt werden, dann merkt man das gar nicht. Sowas wie Geldsystem wurde in der Schule auch nie erwähnt. Und als es in der 11. Klasse dann das erste Mal erwähnt wurde, wurde nur gesagt, ja, ihr wusstet ja eigentlich immer schon, dass das selbstverständlich ist. Und hier ist jetzt der Grund, warum es selbstverständlich ist. Und dass es überhaupt eine Alternative geben könnte, einen tatsächlichen Markt für Geld, das wurde nie erwähnt. Und wir haben heute immer noch diesen Mythos, zum Beispiel die ungezügelten Finanzmärkte. Und das ist ein riesen sachlicher Irrtum. Weil ein Markt bedeutet, dass du die Auswahl hast zwischen verschiedenen Dingen. Wenn der Staat aber vorschreibt, du hast ein gesetzliches Zahlungsmittel. Das ist, als würde der Staat sagen, du hast eine gesetzliche Autofabrik. Und du hast diverse Autohäuser, die aber auch staatlich zugelassen sind. Und auch nur diese Autos von der gesetzlichen Autofabrik verticken dürfen. Und natürlich ist dann die Qualität wahrscheinlich scheiße, die Preise sind teuer, weil es eine monopolistische Fabrik ist und wir sind damit nicht zufrieden. Und dann würden wir sagen, ja, die verdammten ungezügelten Automärkte,
das kann doch alles nicht wahr sein. Man müsste die besser regulieren. Oder würde man sagen, lass doch Leute Autos bauen und kaufen, wie sie Lust drauf haben. Aber diese Verknüpfung, dass das mit Geld beispielsweise genauso funktioniert wie mit Autos, wie mit Socken, wie mit allen anderen Dingen, hat man nicht, weil man schon so konditioniert ist, die ganze Zeit damit aufwächst und dann auf solche Ideen hinterher kommt wie der böse freie Markt und man sieht eigentlich gar nicht, wie krass beschränkt das ist. Um da historisch ein bisschen einzusteigen, diese ganze Neoliberalismus-Sache, ich würde das super gern ein bisschen entmystifizieren. Ja. Weil was man standardmäßig hört, ist ja, das sind die Neoliberalisten, die wollen immer nur freie Märkte und die haben quasi das Ruder übernommen. Und weil die so viele freie Märkte haben wollen, sind wir in dieser Situation, in der wir sind. Also, historisch, erstmal, wo kommt der Begriff jetzt her? Es gab das Kolloquium Walter Lippmann, das war 1938. Walter Lippmann war einer, der auch an öffentlicher Meinungsmanipulation gearbeitet hat mit Edward Bernays. Hat auch Bücher und so geschrieben. Genau, also so ein Intellektueller in den USA, kann man schon sagen, des Mainstreams, der dortigen Eliten. Und die Idee war, lass uns schauen, ob wir ein drittes System finden können, neben den Totalitarismen in Deutschland und der Sowjetunion und auf der anderen Seite die relativ freiheitlichen USA. Wie geht es irgendwie weiter? Was ist nachher die Synthese daraus oder sowas? Und hat alle möglichen Denker dazu eingeladen. Und einer von denen war Alexander Rüstow, ein deutscher Wissenschaftler, und der hat diesen Begriff dort vorgeschlagen, Neoliberalismus. Und er hatte zum Beispiel die Idee, dass diverse Dinge einerseits verstaatlicht sein sollten, wie jetzt Eisenbahn oder Telefone oder Rüstungsindustrie, und dass es abgesehen davon aber gar keine großen Unternehmen geben sollte, abgesehen von den Staatsunternehmen. Und das verhindert man mit sehr hohen Steuern, sodass möglichst alle Unternehmen klein bleiben. Außerdem sollte man Werbung verbieten in Kino und Zeitungen und sonst was. Und das war so seine Idee von Neoliberalismus. Was man sieht schon, mit dem, was wir heute haben, absolut gar nicht übereinstimmt. Mhm. Er war auch noch für super hohe Erbschaftssteuern, dass sich in privater Hand da nicht viel ansammelt und so. Und da waren aber sehr viele verschiedene Denker auf diesem Kolloquium. Und von Rüstow spricht heute kein Mensch mehr. Ist auch okay. Was meistens erwähnt wird, ist die Montpereur-Gesellschaft, die 1947 gegründet wurde, von einigen Leuten, die auch bei dem Kolloquium Walter Lippmann dabei waren. Friedrich Hayek war derjenige, der also wahrscheinlich die zentrale Figur hinter der Gründung war, hinter der Montpereur-Gesellschaft. Und Friedrich Hayek beispielsweise hat ein Buch geschrieben, Denationalization of Money, also die Entnationalisierung, die Entstaatlichung des Geldes, war also für einen freien Geldmarkt und gegen Zentralbanken, also gegen das, was wir heute haben. Der Mensch, der am häufigsten zitiert wird als einer der wichtigen Neoliberalen, der auch aus der Montpereur-Gesellschaft kam, war Milton Friedman. Mhm. Er ist der Begründer des Monetarismus. Der ist ganz klar für eine Zentralbank. Wie übrigens beispielsweise auch Karl Marx in seinem Buch war. In dem Punkt ist der Ultra-Neoliberale und der Oberkommunist sozusagen sind die lustigerweise einer Meinung. Milton Friedman war auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Übrigens, der Neoliberale. Und andere Leute wie Ludwig von Mises, der auch sehr anarchistisch ist, sehr libertär, mit dem ich eher wieder konform gehe, war auch bei der Montpereur-Gesellschaft und der sagte, ihr seid alle Sozialisten hier. Und Sozialisten in den libertären Kreisen ist immer, ihr seid für staatliche Organisationen, für staatsmonopolistisches. Deswegen nannte er Leute wie Friedman Sozialisten. Und der Begriff Neoliberalismus wurde auch selten von Leuten selbst übernommen. Man sagt jetzt, Friedman hatte nachher den Einfluss auf gewisse Leute, wie zum Beispiel über die Chicago School, die Chicago Boys, die er ausgebildet hat, auf Leute wie Pinochet in Chile, wie Thatcher in England und Reagan in den USA. Und dort hat er diese freie Marktdoktrin durchgesetzt. Dann denke ich mir aber, Moment mal, Pinochet war ein Militärdiktator. Wo ist denn in einer Diktatur der freie Markt? Hatten die einen freien Markt für Währung? Nein. Hatten die einen freien Markt für Bildung? Nein. Freien Markt für Meinung, für Medien? Auf gar keinen Fall. Warst du gegen das Regime, kann dich das deinen Kopf kosten. Wie kann man denn da sagen, das war ein ungezügelter freier Markt? Naja, es war der ungezügelte freie Markt der Amerikaner. Ungezügelte Möglichkeiten für gewisse Leute grenzenlose Profite zu machen. Das kann man so sagen. Die ein gewisses Monopol hatten, aber auch die Amerikaner hatten ja in dem Sinne keinen freien Markt. Deren Militär zum Beispiel unter Reagan ist natürlich auch ein Staatsding. Staatsmonopolistisch. Die Währung, mit der sie das alles finanzieren, ist auch staatlich. Also die hatten ja auch keinen freien Markt.
Die haben einen gewissen Kartell, Korporatokratie wieder aus Finanzeliten, Rüstungseliten und so weiter, durch ihren Einfluss in der Regierung, hatten die relativ freie Hand, ihre Interessen weiter zu verfolgen. Aber sie machen das nicht auf der Grundlage eines freien Marktes, sondern auf der Grundlage, dass diese Rüstungsunternehmen, die diese Finanzinstitutionen politisch verklüngelt sind und bevorzugt werden. Hm. Also es ist kein freier Markt, der das stattfindet. In England genauso wenig. Und das heißt, du nimmst hier im Moment erstmal die Grundbegriffe auseinander, damit wir die nicht einfach mal so benutzen, wie sie uns immer vorgeworfen werden. Das ist ein wesentlicher Punkt, glaube ich, auch, den ich da erst in dem Buch gefunden habe. Ne? Denn wenn wir jetzt privat, was da hört man auch immer wieder, dieses Private heißt stehlen. Und Private heißt wirklich stehlen, es heißt aber auch befreien. Es hat zwei Bedeutungen. Und Privus an sich heißt erstmal nur eigenständig, abgesondert. Und wenn wir jetzt privat an sich dämonisieren, was ja häufig getan wird, dann dämonisieren wir uns, denn du und ich und du, wir sind alle privat. Und wenn wir Markt dämonisieren, Markt ist das Zusammenkommen von Angebot und Nachfrage. Das heißt freiwilliger Austausch. Das heißt also, privat zu sein ist ja letztendlich auch Freiheit. Ja. Wenn man nicht mehr privat ist, ist man nicht mehr frei. Eigenständigkeit, Freiheit, Selbstbestimmung. Und wenn wir das dämonisieren, dann schießen wir uns ins Bein. Und wenn jetzt jemand wie Klaus Schwab sagt, der böse Kapitalismus und der böse Neoliberalismus, und er sagt das, dann meint er damit natürlich deine Freiheit und deine Freiheit und meine Freiheit. Aber er weiß, dass das... Aber nicht seine. Wahrscheinlich nicht. Also diese Sache der Korporatokratie, was vorher eher noch im Verborgenen war, diese ganzen Klüngeleien, werden jetzt, wo es so langsam alles ans Licht kam, erhebt er das ja und auch viele andere in diesen Zirkeln zu einer Tugend. Und sie sagen, wir brauchen mehr öffentlich-private Partnerschaften und wollen das eigentlich nur nach außen tragen mit einem positiven Gewand sozusagen und sagen, wir müssen aber den Markt weiter einschränken, weil wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, der Markt war der Böse. Und wollen sich jetzt nur ihre Macht noch weiter legitimieren und unsere noch weiter einschränken mit der Begründung, dass freie Märkte und freier Austausch zu dem geführt hat, was wir heute haben. Wenn es der Fall ist, dass sag ich mal, die größten Institutionen, die uns materiell versklaven, Armeen und Finanzinstitutionen, alle staatlich organisiert, finanziert, legitimiert und so weiter sind. Du wirst nichts mehr besitzen, aber du wirst glücklich sein. Genau, genau. Und ist das ein Widerspruch in sich? Ich meine, man kann auch glücklich sein, wenn man nichts besitzt, denke ich. Aber wenn es da Leute gibt, die selber in absolutem reich sind, ausschweifend leben und meinen, dass ich jetzt rationiert werden muss bis ins Letzte, dann habe ich da was gegen. Und so wie sich das für mich darstellt, erinnert mich das sehr an die Maßnahmen, sag ich mal, der katholischen Kirche früher, wo der Mensch von Grund auf sündig war. Und jetzt ist es ja so, einfach, dass du existierst, ist eine Sünde, denn du könntest andere infizieren. Und außerdem, dadurch, dass du atmest, wird die Erde irgendwann explodieren und hochkochen. Das heißt, per se bist du erstmal Gift für alles, für alle Menschen, für die Umwelt. Und das Einzige, was du tun kannst, ist, sich der Wissenschaft so hart wie möglich zu unterwerfen, um vielleicht deine arme Seele ein bisschen zu retten. Im Grunde hast du keine Hoffnung drauf, du bist trotzdem schlimm, trotzdem dreckig, aber mach es einfach komplett. Und das ist für mich, erinnert das hart an die katholische Kirche. Du bist ein Sünder, aber unterwerf dich uns so krass wie möglich und vielleicht kommst du dann nicht ganz so hart in die Hölle oder so. Ja, das ist so immer, also das, es sind immer die unsichtbaren Feinde, jetzt das Virus zum Beispiel, wo man ja auch wirklich, und diese Fake-Solidarität, die abgefordert wird, also du musst dich so und so verhalten, weil sonst bringst du mich in Gefahr, also ich als Gesunder kann dich in Gefahr bringen, obwohl ich ja gesund bin, wenn ich mich nicht so und so verhalte und irgendwie hier mich teste, impfe, was auch immer. Ja, also ich habe gar keine Lust, viel über diese Corona-Sache zu quatschen. Ich meine, es gibt so viele, die jetzt schon so viel drüber geschrieben haben. Da bin ich dir sehr dankbar für. Ich wollte es auch nur kurz, also mir gerade nochmal klar machen, dass das ja eigentlich wirklich auch fast unglaublich ist, dass man damit durchkommt. Ja, also... Oder durchzukommen scheint. Also wir wollen es gar nicht manifestieren, dass man damit durchkommt. Es ist ja auch, es hat ja auch seine... oder es war auch notwendig, dass irgendwas geschieht, weil 2019 war auch nicht alles gut. Also das heißt, es musste ein Wandel, musste kommen. Früher hätte an der Stelle ein Krieg stattgefunden, möglicherweise.
Ja, ich denke, wir waren eher in so einem Prozess als Menschheit, in langsam immer mehr dahinter zu blicken, was hier eigentlich passiert. Ich denke, das war relativ unaufhaltsam. Das wurde auch in den White Papers dieser ganzen elitären Denkfabriken immer mehr beschrieben. Das heißt, der Bewusstseinsprozess schritt mit großen Schritten voran. Auf jeden Fall, das nehme ich auch persönlich so wahr. Und denn für mich scheint das jetzt wie so ein letzter Versuch des Systems zu sein, nochmal alles oder nichts, nochmal deren Ding durchzuziehen. Also wen es jetzt nochmal interessiert, diese Details und so. Ich meine, weißt du, wenn jetzt jemand hört, der jetzt ein Zeuge Coronas ist und uns jetzt zuhört, denkt sich, ach, das ist doch jetzt sowieso schon Spinner. Alex Berenson würde ich empfehlen, war früher New York Times Journalist, der die ganzen Fakten dazu sehr sachlich aufgeschrieben hat, Masken, Lockdowns und so weiter. Damit würde ich das ganze Thema von Sinn und Sinnlosigkeit dieser ganzen Maßnahmen gerne lassen. Ich glaube, das ist auch ein Volksinteresse. Ja, ich finde, aber da sagst du was, du hast jetzt gerade schon wieder in New York Times gesagt. Interessant ist, und das fand ich an dem Buch jetzt toll, ich habe in letzter Zeit oft das Problem, dass ich mich mit Leuten viel unterhalte und die Tatsache, dass die ganz oft leider nur sehr wenig Englisch sprechen, dazu führt, dass denen unfassbar viele Informationen vorenthalten sind. Und ich habe immer gedacht, also immer das Problem, wie macht man das? Wo fange ich denn jetzt überhaupt an? Also wie viele Folgen Joe Rogan soll man bitte nachgucken, damit man so ein bisschen versteht von dem, worüber wir gerade reden? Oder? Und das ist nur eins dieser Beispiele. Und dein Buch ist von daher sensationell, fast alle Links, die ich verfolgt habe, waren englischsprachig. Und du hast das in den Texten aber einfach übersetzt. Und das finde ich ganz großartig. Ich glaube, das ist etwas, was unglaublich gefehlt hat. Wo ich auch immer gedacht habe, das müsste man eigentlich selber machen. Ja, und du hast das einfach gemacht. Also, weil das, die Zeit, die hat ja gar keiner. Wo hast du die hergenommen? Und das finde ich beeindruckend und unglaublich wichtig. Insofern ist das schon ein Grund, warum ich dieses Buch jedem empfehlen würde. Also, auch wenn man da 3 Monate braucht, bis man das durchgelesen hat. Und ich habe jetzt 2 Tage da drin ein bisschen geblättert. Aber ich habe natürlich jeden der Links angeklickt. Also die von den 2000 Quellen, die da drin sind. Also an jedem Kapitel, wo ich dran war, habe ich die alle angeguckt. Und die sind alle Englisch und die habe ich alle gelesen. Und alleine dann, wenn man das noch dazu zählt, dann brauchst du 3 Jahre, um das zu lesen. Und das ist aber im Prinzip nur die Grundinformation. Insofern verstehe ich auch, warum das Band 1 ist. Aber das macht das Ganze echt unglaublich. Danke dir, ja. Also ich habe früh den Eindruck gehabt, dass im englischsprachigen Bereich einfach 10-mal so viel, 20-mal so viel Informationen ist ja auch da sind so. Wie im Deutschen. Das ist kein Eindruck, das ist einfach wahr. Ja. Das stimmt. Und dass die auch ganz andere Dinge sagen dürfen. Ja. Das auch, also die Kultur, sag ich mal, was so Talkradio und so angeht in den USA. Ich meine, wenn du in Deutschland, wenn ich Radio hörst und dann ruft man einer an, dann hat man 3 Sätze, aber im Grunde findet da kein Gespräch statt. In den USA gibt es Radiosender, wo nur Leute Gespräche führen und wirklich ausführliche Gespräche. Das ist eine komplett andere Kultur, das kann man gar nicht vergleichen. Und dort gibt es auch nicht so viel Tabus und Hemmungen, über gewisse Themen zu reden. Also auf jeden Fall ist es sehr viel reichhaltiger dort und seines Bücher, seines Radiosendungen, seines was auch immer. Also ich meine, auch im deutschsprachigen Bereich gibt es super interessante Sachen natürlich. Und das sind auch Sachen dabei, aber ich finde auf jeden Fall unglaublich viel mehr im deutschsprachigen Bereich. Wie lange gibt es Coast-to-Coast-Radio in den USA? Ja. Weiß ich nicht, 50 Jahre oder was? Ja. Und die tun nichts anderes, als den ganzen Tag über Sachen zu reden, die man hier in Deutschland kaum laut sagen darf. Exakt. Und das ist auch einer von vielen Sendern. Ja, und das ist einer von vielen, genau. Naja, hier bekommt man ja sofort auch die Keule. Es ist ja tatsächlich mittlerweile ein so schmaler Meinungskorridor. Und man muss ja tatsächlich, weil immer noch gesagt wird, ich höre dann immer ganz oft, ja, aber man darf ja alles sagen. Ja, man darf es sagen, aber es hat wirklich große Konsequenzen. Also man verliert einfach seinen Job oder man verliert den Auftrag. Oder wir haben gerade vor der Sendung noch hier im Team darüber gesprochen, einen Schauspieler, den wir kennen, der keine Jobs mehr jetzt bekommt, weil er gesagt hat, hier stimmt doch was nicht. Also jemand, der wirklich renommiert ist und der einfach auch, wo man so sagt, das gibt's doch nicht. Also der hat auch gar nichts Schlimmes gemacht. Also der hat sich einfach nur mit den falschen alternativen Medien unterhalten und schon ist der einfach seine wirtschaftliche Grundlage nahezu los. Ja, das ist einerseits schon katastrophal und andererseits muss man es trotzdem tun,
weil was bleibt uns anderes übrig? Wir können uns nicht damit arrangieren. Ich denke, da sind wir uns einig. Und es gibt auch Netzwerke und Dinge, die man tun kann. Das ist natürlich dann nicht das Gleiche. Und du kannst nicht die gleiche Karriere machen, die du machen könntest, wenn du mitschwimmen würdest. Aber du kannst leben. Und wir sind einfach in einer Phase, wo das ganze alte System, ich bin damit unzufrieden, ich denke, viele sind es. Wir wissen, wir können das nicht weitertragen. Und wir wissen, es kommt an den Punkt, wo man diese Strukturen nicht so weiter nutzen kann, wie wir sie bisher genutzt haben. Und dann ist es nur die Frage, meinst du es ernst? Willst du was anderes machen? Wie lange willst du noch warten? Willst du noch 10 Jahre mitmachen? Willst du noch 20 Jahre mitmachen? Wozu? Mach's doch jetzt und dann schau dich um, finde was und es gibt was. Also was Dietrich Brüggemann, glaube ich, meinte, der alles auf den Tisch, ist das der Name jetzt? Nee, das war jetzt der, aber der ist ja auch einer von denen, genau. Der heißt so ähnlich, ne? Jedenfalls, Matthias, es ist wie vom Zehner springen, aber macht euch keine Sorgen, unten ist Wasser drin. Mhm. Und ich gehe jetzt seit, sag ich mal, mehr als 10 Jahren da meinen ganz eigenen Weg und habe ein paar alte Freunde, habe ich noch so von ganz früher, aber von den Leuten, die ich unterwegs kennengelernt habe, die zumindest auch, sag ich mal, offen waren, auch wenn die jetzt nicht vielleicht mit allem mit mir in einer Meinung sind, aber die zumindest, wo ich das Gefühl hatte, mit denen findet ein offener Austausch statt, kein einziger von denen ist irgendwie jetzt so weggebrochen, wie man das bei so vielen so hört, mit den sozialen Kontakten. Ja, beziehungsweise die, die wegbrechen, sind die, wo man eher nur eine oberflächliche Beziehung hatte. Man hat es vielleicht gar nicht so gemerkt, weil man sie schon so viele Jahre kannte und ich mich heute dann frage und sage, ja gut, es war eh jedes Mal anstrengend oder eher ein bisschen langweilig und dann treffe ich mich lieber mit den Leuten, mit denen ich mich auf Augenhöhe austauschen kann. Und dabei kommt dann auch wirklich meist für mich was Sinnvolles rum. Und die Leute gibt es und die Leute werden noch immer mehr, in meinem Eindruck. Ja. Und das ist nie zu früh, damit anzufangen, da konsequent zu sein. Und das heißt jetzt nicht, dass man irgendwelche Leute wegstoßen soll oder so. Aber meine Erfahrung ist, wenn man authentisch ist und sagt, ich sehe die Dinge so und so und mit den anderen das einfach nur kommuniziert und friedlich ist, man muss sich überhaupt gar nicht auf Streit einlassen oder auf irgendwie sowas. Aber dass jemand, dem das dann zu viel ist und der das gar nicht haben will, der wird von alleine dann weggehen. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt der Zukunft, sich authentisch zu zeigen, sich verletzlich zu zeigen. Also einfach zu zeigen, wer man ist, ohne eine Maske, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, auch ohne Aggression, ohne zu Missionierungsding. So, man kann sagen, hier stehe ich, das ist meine Realität. Wenn du willst, können wir weiterreden, können wir weiter einen gewissen Weg gehen. Das sind meine Bedingungen. Wenn du das nicht willst, ich wünsche dir nur das Beste in deinem Leben und dann wirst du sehen, ob was kommt oder nicht. Und damit fällt alles wie von selbst so zusammen. Da musst du auch gar nicht mehr, also natürlich ist es dann auch schwer, noch teilweise emotional, aber... Geschehen dann diese Wunder? Ja. Wenn man das tut, weil das ist ja auch ein Schlagwort auf diesem schönen Buch. Ja, das sind diese Zufälle, die sich keiner erhofft haben könnte. Und ich denke, um wieder zu diesem Energiesache zu kommen, je mehr du eben authentisch bist, desto mehr bist du wie ein Magnet, der sich in gewisser Weise polt. Und da kannst du nicht tricksen. Du kannst nicht sagen, ich tue so, als ob. Denn dieses Energiefeld, jede einzelne Absicht, jeder einzelne Gedanke, jede Emotion, die ist einfach da. Und da kann, je mehr du da authentisch bist, desto mehr lädst du dich als eine Art von Magnet auf, die dann eben im Umfeld Dinge beeinflusst und so Zufälle herbeiführt und so. Und das funktioniert nur über Authentizität. Das ist der Trick. Ich versuche dich jetzt mal zu zitieren. Du hast sowas gesagt wie, ich würde mich immer dafür entscheiden, den schwierigeren Weg zu gehen. Also ich würde mich immer dafür entscheiden, quasi, wenn meine Intuition mir sagt, dass wenn es mich sogar mein Leben kosten könnte, so ähnlich hast du es gesagt, und du aber die Alternative hättest, etwas in der Komfortzone zu machen, was erstmal wesentlich angenehmer sich anfühlt, entscheidest du dich trotzdem für den ersten Weg. Wo nimmst du diesen Mut her? Oder beziehungsweise ist das gar kein Mut für dich? Also wieso entscheidest du dich für Weg Nummer 1? Ja, weil du keine Angst vorm Tod hast? Das ist das. Und da habe ich auch eine Erfahrung, die da ganz wesentlich mit reingespielt hat. Ich kann nicht sagen, wie ich wäre, wenn ich diese Erfahrung nicht gehabt hätte. Aber ich habe sie gehabt und ich weiß, dass das für mich eine Rolle spielt. Und das ist die Sache mit der Wiedergeburt. Als ich angefangen habe zu meditieren, da war ich auch ungefähr 15, habe ich immer so im Lotussitz gesessen oder erstmal angefangen. Das erste Mal hatte ich da Riesenschmerzen dabei, aber okay. Jedenfalls einfach nur einatmen, ausatmen. Und wenn ein Gedanke kommt, lass ihn ziehen. So, das ist so das grundsätzliche Ding. Also Zazen, sehr einfache Form der Meditation. Mhm.
Und einmal bei der Meditation, weil ich dann auch buddhistische Bücher gelesen hatte, habe ich mich bewusst gefragt, wenn es sowas wie Wiedergeburt gibt, wer oder was war ich denn? Und sofort war es, als hätte ich, wie wenn du dich an einen Traum sehr lebhaft erinnerst. Ich hatte Szenen im Kopf, wo ich mich gesehen habe in einem fremden Land als Ausländer, wie ich dort in so einer Art Dorf war und den Leuten dort ging es richtig schlecht und elend. Und ich habe ihnen irgendwie geholfen, mehr aus sich zu machen. Und dann kam auf einmal eine Gruppe von Leuten an, die das verhindern. Die sowas wie eine Polizei oder sowas waren und die mich dann irgendwie mitgenommen haben und eingesperrt haben. Und auf einmal fuhr es mir durch den Körper wie Schrecken. Und ich dachte, wow. Also es hat sich total real angefühlt. Ja, so wie eben schon mal erlebt. Dann habe ich es abgebrochen sozusagen an dem Punkt, wo ich dieses schreckliche Gefühl hatte. Und dachte mir aber im nächsten Moment, okay, also das war jetzt abgefahren, aber abgefahrene Fantasie. Weil ich habe jetzt nicht, bin nicht davon ausgegangen, dass das in irgendeiner Form eine echte Erinnerung an vergangenes Leben oder irgendwas war. Weil es kam ja auch ohne irgendwie Ankündigung, ohne tada, es ist jetzt kommt hier der große Einblick oder irgendwie sowas. Es war einfach spontan da. Und ich habe auch nie jemandem davon erzählt, aber es war schon so eindrücklich, dass ich es mir auch gemerkt habe. Ich habe auch hinterher ab und zu noch so Träume gehabt, die dann in die Richtung gingen, aber ich habe es immer noch nicht wirklich ernst genommen. Und dann habe ich ungefähr 10 Jahre später, als ich dann in diesem Schloss gelebt habe, da hatte ich gerade David Icke's Buch ausgelesen, Human Race, Get Off Your Knees. Und auf der allerletzten Seite hat er gesagt, diese Frau hier, Carol Clark, sie ist eine Psychic, also ein Medium. Mhm. Und wenn ihr irgendeine Frage habt, fragt sie einfach. Und ich dachte, okay, also das Buch war interessant und ich habe noch nie irgendwie in einem Psychic, einem Medium geschrieben, aber keine Ahnung, das Buch war interessant, sie sieht sympathisch aus, schreib mir einfach mal eine Mail. Und ich habe ihr geschrieben, ich würde gerne Menschen helfen, kannst du mir einen Tipp geben, wie ich das besser tun könnte? Wie alt warst du da? Anfang 20, Mitte 20. Und dann kam ein paar Wochen später eine Antwort und sie schrieb, ja, also du hast noch unerledigte Sachen aus deinem vergangenen Leben und du warst sowas wie ein Botschafter und du hast versucht, Leuten dort, wo du warst, zu helfen, selbstbestimmter zu leben, aber die Leute, die kontrolliert haben, die wollten das nicht. Krass. Und dann haben die also genau die Geschichte mitgenommen und eingesperrt und mir fuhr es durch den Körper wie rauf und runter, ein Schauer nach dem anderen. Ich bin von meinem Stuhl aufgesprungen, habe angefangen zu lachen, zu heulen gleichzeitig. Und sie schrieb noch weiter, ja, und dann haben die dich nachher gefoltert, weil die wollten irgendwas wissen, wie du gewisse Sachen machst, aber du konntest denen das nicht erklären, auf eine Weise, die die jetzt verstehen. Und am Ende haben sie dich verbrannt. Aber du wusstest, dass du wiederkommen würdest und jetzt musst du das erledigen, was du damals angefangen hast. Also das heißt, um es nochmal zu verstehen, die Information konnte sie gar niemals von dir gehabt haben, sondern das war einfach, weil sie das in dir erkannt hat. Ich habe ihr nur die Frage gestellt, ich würde gerne Menschen helfen, kannst du mir einen Tipp geben, wie ich das besser tun könnte? Ich habe ihr ein Foto von mir geschickt, meinen Namen und mein Geburtsdatum. Mhm. Und bei aller Wahrscheinlichkeit ist es ungefähr null wahrscheinlich, dass sie mir genau die gleiche Geschichte erzählt. Und ich kann natürlich nicht beweisen, dass es Reinkarnation gibt. Ich meine, es gibt jetzt viele Geschichten, die man eintauchen könnte von Leuten, die sich an Sachen erinnern und nachweisbare Dinge und so. Auch super spannend. Aber mir geht es auch gar nicht darum, irgendjemanden von irgendwas zu überzeugen. Also für mich, die Relevanz dieser Erfahrung ist, mich hat es überzeugt, die Emotion, was ich in dem Moment erlebt habe, das war auf jeden Fall real. Und wie es mich beeinflusst hat, dieses Gefühl. Ich habe jetzt das Gefühl, selbst wenn du mich folterst, vierteilst, whatever, hier bin ich wieder. So, du kannst mich nicht umbringen. Und es macht gar keinen Sinn, irgendwie Kompromiss gegen mein Herz einzugehen, weil die Schmerzen des Körpers werden hundertprozentig irgendwann weg sein. Aber diese Seele wird hundertprozentig irgendwann immer noch da sein. Was natürlich auch nicht heißt, dass ich immer der Frommste der Fromm bin. Und immer genau, und natürlich habe ich auch Momente der Schwäche, sage ich mal, wie, denke ich, jeder hat. Aber unterm Strich kann ich schon sagen, wenn es darauf ankommt, höre ich eher auf mein Herz und gehe eher den schwierigen Weg, wenn ich davon überzeugt bin, dass es der richtige ist. Und diese Erfahrung auf jeden Fall. Also ich kann dir nicht sagen, wie ich jetzt ohne diese Erfahrung wäre. Ob ich vielleicht genauso wäre, rein intuitiv, vom Gefühl, ob ich das gleiche glauben würde. Vielleicht. Aber auf jeden Fall war das sehr, sehr prägsam. Heißt das denn auch, dass du keine Angst mehr hast? Bist du angstfrei oder hast du trotzdem dem Angst und machst es aber dennoch? Also kennst du Angst? Ich habe Höhenangst beispielsweise. Also nicht so im Sinne von, dass ich jetzt bewusst Angst davor habe, aber wenn ich an der Kante bin, wo es irgendwo tief runtergeht, mein Körper, meine Beine geben fast schon nach. So.
Und ja, so gewisse Ängste, ich meine, wenn ich auch mal keine Kohle hatte oder gewisse kleinliche Dinge, natürlich ist da auch mal so eine gewisse Art von Angst, aber irgendwie, wenn es immer wieder darauf ankommt und ich in einer wirklich schwierigen Situation bin, dann denke ich, weißt du, ich werfe mich einfach mit allem rein, was ich habe, tue alles, was ich kann, was es am Ende ist, ist es dann. Und wenn ich dabei zerfetzt werde, werde ich zerfetzt, aber ich werde so reingehen mit allem, was mir irgendwie zur Verfügung steht, um dort den Unterschied zu machen, den ich machen will. Wie soll das jetzt dann als Programmierer, also hast du, wenn du jetzt sagst, du, weil das passt irgendwie so, das ist für mich so, also für mich ist Programmieren, also ich meine hier, meine Crew kann das bezeugen, ich bin nicht mal in der Lage, ein E-Mail-Konto einzurichten, also von daher ist das für mich völlig weit weg und ist halt was sehr, das macht man irgendwo, keine Ahnung, unten in einem Keller und man ist den ganzen Tag im Dunkeln und gibt irgendwelche Codes ein. Das passt irgendwie so gar nicht zu dem, was du bisher erzählt hast. Also wieso passt das doch? Ist das auch intuitiv oder ist das jetzt dann tatsächlich der Christian Stoller, der sagt, gut, hier muss ich jetzt einfach Geld verdienen und das ist möglicherweise ein Weg, wie das ganz gut funktioniert? Eine Freundin hat mich darauf gebracht, eine sehr gute Freundin, die auch eine sehr spirituelle Person ist, die Web-Development macht und meine, probier doch das. So bin ich überhaupt erst drauf gekommen. Ja. Und ja, also ich denke schon in dieser Welt, ich meine, wir haben hier noch einen gewissen Luxus, dass wir uns aussuchen können. Ich meine, wenn du jetzt in Bangladesch oder irgendwo in Afrika geboren bist, dann musst du viel härter arbeiten, bekommst noch viel weniger. Also diese Tatsache, dass du, um zu leben, irgendwas tun musst, ist erstmal für die meisten, denke ich, real, ist auch in gewisser Weise akzeptabel. Ich meine, wir werden alle in diese Welt geschmissen und jeder, dann reden Leute, sie wollen bedingungslos dies und das. Aber ich meine, sobald du irgendwas bedingungslos haben willst, heißt es, irgendein anderer muss es herstellen. Naja, und es ist ja immer an Bedingungen geknüpft. Das ist ja irgendwie, wenn man sagt bedingungslos, es ist ja nicht bedingungslos, es sind ja immer Bedingungen da. So wie es geplant ist, sowieso. Aber ich meine, selbst wenn es jetzt, sag ich mal, in dem Sinne bedingungslos wäre, dass jedem einfach so XY gegeben wird, wo kommt es her? Mhm. Irgendjemand muss es produzieren. Und also wir werden alle Menschen in diese Welt geschmissen. Und ich denke, wir müssen irgendwie irgendwas tun, um hier ein lebenswertes Leben zu haben, um was zu essen zu haben, um irgendwas zu haben. Also muss man irgendwie was beitragen. Und da muss jeder sehen, wo er seine Talente hat. Und natürlich hat man möglichst einen Job, der tatsächlich dazu beiträgt, dass mehr Qualität geschaffen wird, auf eine Weise, die anderen Menschen und der Umwelt nicht schadet und so weiter. Und da muss dann jeder sehen, was er findet in gewisser Weise. Was denn, ja, und für mich macht das jetzt gerade Sinn, weil ich denke, ich brauche auch relativ kurzfristig Geld, denke ich, weil ich jetzt keine Zeit habe, um 3 Jahre irgendwie eine Ausbildung zu machen. Wer weiß, wie die Welt in 3 Jahren aussieht, wer weiß, was innerhalb der nächsten 3 Jahre passiert. Also ich brauche jetzt Geld, um, wenn der Fall ist, auch in die Pampa nach Afrika abzuhauen und um dort dann irgendwie, was auch immer hier passieren sollte, wenn dann hier der Cyber-Polygon-Blackout kommt und die Lieferketten unterbrochen sind und was nicht alles. Ich meine, man weiß es nicht. Vielleicht ist alles sehr viel cooler und ich mache mir umsonst Sorgen, mehr oder weniger. Aber ich wäre schon gerne in der Lage, dass ich mir im Falle eines Falles auch selber helfen kann. Und das ist jetzt für mich gerade der Kompromiss. Und ist jetzt auch nicht mein Traumjob, ganz ehrlich. Ich würde viel lieber auch mehr kommunizieren und diese ganze Mediensache weitermachen. Nur bisher war ich da eine Mannfabrik, die jetzt nicht so den großen Wirbel gemacht hat bisher. Und das ist jetzt das. Also mal sehen, wie lange ich die Programmierersache mache. Ich habe das jetzt um 3 Monate Crashkurs. Und wen du dadurch kennenlernst, das ist ja auch wieder die Frage. Also wenn es sich richtig anfühlt, ist es ja auch oft so, dass man etwas macht, was man dann, wo man vielleicht auch relativ schnell sagt, ja gut, ich mache das jetzt. Aber dadurch lernt man wieder Leute kennen, die einen weiter auf den Weg bringen, um weiter im Flow zu bleiben. Ja, also wer weiß, wie es alles weitergeht, jobmäßig und wie die Welt aussieht in 10, 20 Jahren, was man überhaupt alles machen kann und so. Ich bin da offen für alles Mögliche und das ist jetzt nur das, was jetzt gerade irgendwie für mich eine Perspektive ist, die irgendwie realistisch ist. Und mal schauen, wie es dann weitergeht. Ja, wie gesagt, es gibt ja keine Zufälle. Ich habe auch noch dieses Buch hier rausgesucht, das Experiment der Hingabe von Michael Singer. Das ist, also wenn man so will, Hingabe in dem Fall ein anderes Wort für Intuition. Also Michael Singer, der hat halt immer auch das sich dem Leben hingegeben. Also immer das, was gekommen ist, hat er angenommen und hat es gemacht und hat es eben versucht, nicht zu bewerten, sondern
Er hat es gemacht, er ist dabei ein wahnsinnig erfolgreicher Softwareunternehmer geworden, hat aber auf der anderen Seite immer noch seinen Meditationstempel irgendwo im Wald behalten, wo er jeden Tag meditiert, und heute bringt er Millionen Menschen weltweit eben auch Achtsamkeit und solche Dinge bei. Aber eben sehr erstaunlich, wenn man einfach sagt, man bleibt bei sich und man lässt sich nicht kaufen. Für nichts. Und trotzdem notwendig, also das ist ja schon irgendwie auch ein Konflikt, um zu überleben. Ja, also wir müssen arbeiten. Also wir müssen irgendwas schaffen, um zu leben, irgendwas zu tun, also irgendwie. Na, es gibt ja zum Beispiel von Michael Tellinger dieses Ubuntu-Prinzip, ja. Also dieses, das sind so Lebensgemeinschaften, ich glaube, da produziert jeder immer ein Drittel mehr von dem, was er kann, und gibt das der Gemeinschaft, und das sind die ersten Gemeinschaften, die ohne Geld funktionieren. Mhm. Ist jetzt ein paar Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe, aber auch ein spannendes, aber auch da muss man arbeiten. Ja. Ich meine, das ist super, wenn das funktioniert. Das ist schon fast utopisch. Naja, das funktioniert ja mit bis zu 2000 Leuten. Also über zwei, das war zumindest der Stand von vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile weiterentwickelt wurde, aber bis zu 2000 Leuten funktionierte das. Darüber hinaus, also eine Stadt wie Hamburg, wird es nicht funktionieren. Ja, das ist grundsätzlich bei so solchen Projekten, dass du viel soziales Kapital brauchst. Also das ist ja dieser Zusammenhalt, Vertrauen, was du eher in kleinen Gemeinschaften hast, und natürlich auch einen gewissen Bewusstseinszustand von den Leuten, die mitmachen. Wenn du jetzt so eine Gemeinschaft findest und das machst, cool. Also ich unterstütze jedes Projekt, was irgendwie in diese Richtung geht. Mach das so. Hast du ja in der Mongolei auch erlebt. Ja, schon eher, ne? Wenn das da so eine relativ abgeschiedene Dorfgemeinschaft ist, natürlich auch nochmal ein anderes Level von Unterstützung da. Grundsätzlich denke ich, ist es im Menschen angelegt. Also was ich häufig auch höre, ist, dass bei diesen freiheitlichen Sachen an Sozialhilfe und so, wie wäre das alles möglich, und das geht doch alles gar nicht. Menschen sind nachweislich glücklicher, wenn sie einen Teil ihres Vermögens freiwillig irgendwo hingeben. Das Problem ist nur, wenn den Leuten schon durch Steuern so viel genommen wird, hat man wenig Motivation. Dann denkt man, meine Pflicht ist doch schon erfüllt. Aber der Staat verteilt das leider auf eine Weise, um die dann nicht wirklich hilft. Aber wenn diese Umverteilung durch den Staat nicht da wäre, zeigen die Experimente, die man kennt von Menschen und von Gruppen, dass Leute trotzdem freiwillig was geben würden. Es ist doch das erste Bedenken, was ich ständig höre von jedem. Jeder sagt, aber was ist mit Sozialhilfe? Das zeigt doch, dass jeder auch ein Interesse daran hat. Also denn anzunehmen, dass das weg wäre, weil keiner das haben will, obwohl jeder danach fragt, ist irgendwie paradox. Die Experimente sagen auch, dass Leute, die freiwillig Hilfe bekommen, danach eher bereit sind, anderen freiwillig zu helfen. Mhm. Experimente zeigen auch, dass Leute, die dabei zusehen, wie irgendjemand freiwillig anderen jemandem was gibt, dann auch eher bereit sind zu helfen. Also das ist irgendwie... Also das ist so dieser Altruismus, der eigentlich von Geburt an da ist, der abtrainiert wird. Ja, und das ist ein sich selbst verstärkender Effekt für alle Beteiligten, sogar für Zuschauer. Der Punkt ist nur, es muss freiwillig sein. Und sobald es freiwillig ist, kommen diese wirklich positiven Effekte der Hilfe überhaupt erst wirklich zum Tragen. Und wir denken, wir brauchen den Staat, damit es funktioniert, damit diese Hilfe da ist. Dabei der Zwangsaspekt dieser Hilfe pervertiert das alles und korrumpiert das. Und wir denken aber, wir brauchen das. Das ist dieser ständige Irrtum, mit dem wir rumlaufen. Ja, aber wenn wir keinen Staat hätten, würde dann nicht irgendeine Gang übernehmen und dann alle unterdrücken und dann einfach nur ihr Ding machen? Moment mal, das ist der Ist-Zustand. So. Und man schwimmt aber schon so tief drin, dass man es gar nicht mehr sieht. Ja, es wird ja auch komplett ignoriert. Also wenn man jetzt alleine sieht, wer möglicherweise, vielleicht ist es in 3 Wochen schon soweit, wissen wir nicht, wenn das Interview ausgestrahlt wird, aber Olaf Scholz als Kanzler auch schon so alles auf dem Kerbholz hat, muss man ja sagen, ist ja schon erstaunlich, dass so jemand mit der Vita noch Kanzler werden kann. Ich denke, jemand ohne diese Vita kann gar nicht Kanzler werden. Also jemand, der wirklich sauber und rein ist, der wird schon vorher kaputt gemacht. Der ist doch wunderbar. Was meinst du, was es über den alles in den Schubladen gibt? Der wird wunderbar funktionieren. Besser könnte es gar nicht laufen. Wir haben ein schönes Beispiel erlebt gerade, diese Überschwemmungskatastrophe
Die ist eigentlich ein schönes Beispiel für das. Du meinst Ahrtal? Ja, was Christian gerade erzählt hat, für diese Selbstorganisation. Wenn jeder was machen kann, dann tut er das auch. Denn die einzige Hilfe, die da wirklich funktioniert hat, war die, die sich sofort selbst organisiert hat. Und das völlige Staatsversagen wurde dort auch nochmal deutlich. Also wofür war das nötig, irgendwie da Steuern zu zahlen? Die Feuerwehr ist nicht durchgekommen, zum Teil ist sie gar nicht bloßgefahren. Und das, also das war ein wunderbares Beispiel, was man sehen könnte, wenn man wollte. Aber dafür muss man natürlich darauf auch erstmal achten können und nicht sagen, naja, die Straße war kaputt. Ja, stimmt, aber das wäre jetzt kein Hinderungsgrund gewesen. Gab auch eine Hubschrauber, aber es gab sie halt nicht. Und dann haben die Leute sich da einfach so durchgeschlagen. Ich habe selber irgendwie Verwandte, die haben 13 Stunden auf dem Dach gesessen. Nachts. Mit Kind. Das ist so unfassbar. Also, wo hat der Staat da geholfen? Oder funktioniert? Das heißt, Frage an dich, aus deiner Sicht brauchen wir gar keinen Staat. Mein Ideales. Wirklich gar nichts. Jeder Mensch gehört sich selbst. Staat ist letztendlich einfach nur eine Organisation, die per Zwang irgendwas umorganisieren kann. Also die Definition von Staat nach Max Weber ist diejenige menschliche Gesellschaft, die auf einem bestimmten Gebiet das Monopol legitimischer physischer Gewaltsamkeit für sich mit Erfolg beansprucht. Also eine Gruppe, die sagt, hier auf diesem Flecken Erde, sag ich als allerletzter, wie es gemacht wird, was gemacht wird, kann ich umverteilen. Oder auch nicht. Und sobald du diese Institution hast, wird diese Institution von innen heraus oder von außen in irgendeiner Art korrumpiert werden. Denn es ist einfach eine Riesenmacht, die nicht direkt rechenschaftspflichtig ist. Und ich denke, niemand, das ist wie der Ring der Macht bei Herr der Ringe, niemand sollte diese Macht haben, weil sie einfach jeden korrumpiert. Und das Ideal ist, der Stern, jeder Mensch gehört sich selbst. Du gehörst dir selbst, dein Eigentum gehört dir, Punkt. Niemand darf es in irgendeiner Weise angreifen. Das ist der Leitstern. Aber wie man da hinkommt, ist natürlich viele, viele, viele kleine Schritte. Die bedeutet Dezentralisierung, immer mehr Autonomie zu jedem Einzelnen hin. Und das heißt auch Privatisierung. Und Privatisierung heißt natürlich auch nicht, dass der Staat ein Monopol irgendeinem privaten Unternehmen weitergibt, so wie Privatisierungen in der Vergangenheit immer abgelaufen sind. Und jeder sagt, die schlimmen Privatisierungen. Ja, wenn der Staat ein Monopol an einer gewissen Firma, mit der sie auch irgendwie verklüngelt sind, weitergibt, dann kann man sagen, es ist privatisiert, denn es ging an private Leute. Aber wir sind alle privat. Alle Bürger sind privat. Haben die das alle bekommen? Nein, es ging nur an einen kleinen Teil der Bürger. Also kann man nicht wirklich sagen, es wurde privatisiert. Denn man könnte ja auch sagen, wir privatisieren Staatseigentum, indem jeder Bürger es anteilig bekommt. Beispielsweise pro Kopf oder beispielsweise pro gezahlte Steuern oder irgendwie sowas. Das wäre auch Dezentralisierung, das wäre auch Privatisierung. Und das ist das, was ich meine, wenn ich von Privatisierung spreche. Das ist natürlich nicht das Beispiel, was die Leute im Kopf haben, sondern wir haben nur die Beispiele im Kopf, wie es gelaufen ist in der Vergangenheit. Und deswegen dämonisieren die meisten direkt Privatisierung an sich, weil sie denken, das muss immer so laufen. Aber das muss gar nicht immer so laufen. Das kann auch einfach sein, jeder kriegt seinen Anteil. Gäbe es in deiner Welt Amazon? Oder gäbe es einfach ganz viele kleine Amazons? Also wenn ein Unternehmen... Wenn du sagst dezentral. Ja, also Amazon ist jetzt auch mal sehr verklüngelt mit dem Staat in den USA. Und von daher würde es sie in der Form sicherlich nicht geben, weil sie einfach nicht diese staatlichen Vorteile hätten, die sie jetzt haben. Sei es, um Steuern zu sparen, sei es, wenn sie Deals mit dem Staat machen und so weiter. Es kann natürlich auch große Unternehmen geben, nur... Die könnten sich einfach nur durch freiwillige Zahlungen vergrößern. Das heißt, sie müssten ein Produkt schaffen, was wirklich dir und mir und Leuten einen Mehrwert gibt, Leuten, die freiwillig dafür bezahlen. Und solange Leute sagen, das, was sie herstellen, ist großartig, ich bezahle freiwillig dort dafür, die haben keine Wettbewerbsvorteile, indem sie irgendwie vom Staat, den es ja dann nicht gibt, bevorzugt werden. Okay, wenn sie dann als hart arbeitende, ethische Unternehmer groß werden, ohne dabei anderen zu schaden, herzlichen Glückwunsch, großartig. So. Dagegen habe ich nichts. So. Das Problem ist nur, wenn Leute andere ausbeuten, über Vorteilen, ausrauben und so weiter. Woher nimmst du die Überzeugung, dass dein Konzept funktionieren würde? Man sieht es in der Vergangenheit. Also das sind Erfahrungswerte. Alle Gesellschaften, die freiheitlicher organisiert waren, es gibt ein paar Beispiele im Mittelalter, beispielsweise Irland war mal eine Zeit lang so, Island, es gab Kleinstaaten, die so waren. Und heute sieht man auch eher, dass dort, wo mehr Freiheit herrscht, einfach auch mehr Wohlstand, mehr Gerechtigkeit da ist. Also
ich habe da sehr viele Studien zu der Geschichte dazu aus. Also, ich weiß nicht, es ist eigentlich zu offensichtlich. Ich meine, es ist in jedem Bereich, wo Leute mehr eigenständige Handlungsfreiheit haben, mehr Souveränität haben, sieht man, dass unterm Strich die Gesellschaft einfach gerechter funktioniert, freier funktioniert. Naja, und dass halt auch was aufgebaut wird ohne, also die alternativen Medien sind ja auch ein gutes Beispiel dafür. Das ist ein super Beispiel, wenn, weil welche Medien sind denn heutzutage, sag ich mal, die am meisten informieren, also die am besten informieren, das sind private alternative Medien, es sind nicht die staatlichen, trotzdem höre ich in den alternativen Medien auch noch immer mal wieder Leute sagen, ja, aber öffentlich-rechtliche und das sollte es doch geben, GEZ und so, ich denke mir, ihr seid doch selber die Alternativen und ihr seid doch selber privat. Und dann kommt aber immer diese Idee, diese Utopie von, man könnte doch, aber wenn man es richtig machen würde, dann, das ist aber diese Utopie vom, irgendjemand könnte den Ring der Macht doch richtig tragen und das machen. Aber das ist diese Naivität. Das ist wie sich immer wieder an der gleichen Herdplatte zu verbrennen. Und dazu muss man wirklich sich Geschichte ansehen, um zu sehen, nein, es ist eine Utopie. Und Experimente, Sozialstudien von Gruppen, zum Beispiel, dass egal welche Absichten eine Gruppe vorgibt zu haben, bevor sie die Macht übernimmt, man sieht in Sozialstudien, in historischen Studien, sobald sie an der Macht sind, werden sie anders sein. Das ist so wie, wenn Leute über fremdes Geld entscheiden dürfen, dann verschleudern sie es auch eher und haben nicht mehr so viel Verantwortung für das Geld. Und das ist nachweisbar. Das steht ja auch in deinem Buch. Exakt, ja. Das ist alles nachgewiesen und das sind alles empirische Werte und wir würden alle hoffen, dass es nicht so ist. Wir hoffen alle, dass es irgendjemanden gibt, der denn anders ist. Aber auch da sehen wir, dass selbst die sozialsten Personen und sobald sie in einer Machtposition sind, das zeigen auch alle empirischen Analysen, werden sie ihre soziale Art nach und nach immer mehr verlieren. Und leider ist das wie eine Pflanze, die zur Sonne wächst, sind wir als Menschen aus irgendeinem Grund so angelegt, dass sobald wir Macht haben, die nicht direkt rechenschaftspflichtig ist, leider uns immer missbräuchlicher verhalten. Und wir wünschen uns alle, dass es anders ist. Wir hätten alle gerne eine weise und gütige Regierung, aber wir müssen uns, ich denke, wir tun besser daran, wenn wir uns den Fakten der Geschichte und stellen und das, es ist einfach, die Geschichte, die Wissenschaft dazu ist absolut eindeutig. Ja, weil wir aber auch die falschen Werte als das Nonplusultra von Kindesbeinen an vorgelebt bekommen. Also eben das Materielle, das die Werte von dieses typische Haus, Auto, mein Boot, mein Bankkonto. Es ist ja schon, also weil wir kommen immer wieder auf das Thema Geld. Am Ende ist es immer, Menschen machen das, weil Geld in unserer Gesellschaft einfach so eine unfassbar große Anerkennung bekommt. Also eigentlich müsste es ja so sein, dass jemand, der pervers reich ist, wirklich auch von der Gesellschaft als kritisch angesehen wird. Aber das wird er nicht, sondern er wird, weil er sich die Medien gekauft hat, weil er sich alles andere auch gekauft hat und die Leute einfach so lange hypnotisiert, bis dem alle zujubeln. Obwohl er eigentlich nichts anderes macht, als allen zu zeigen, hey, ich habe euch das weggenommen. Ja, ich meine, in einer freien Gesellschaft, jemand, der super reich wäre, das wäre ein Anzeichen dafür, dass er anscheinend irgendwas tut, was andere unglaublich wertschätzen. In dem Sinn wäre Geld schon ein gewisser Maßstab von, wie sozial jemand ist. Im aktuellen System natürlich, jemand, der super reich ist, heißt das, dass du in irgendeiner Weise höchstwahrscheinlich mit dieser Korporatokratie unter einer Decke steckst. Und wir jubeln denen aber trotzdem irgendwie zu oder bewundern die und Geld ist dann, sobald einer Geld hat, wird er erstmal mit Respekt behandelt von der Masse, von Medien und so weiter. Gibt es in deinem System da eine Begrenzung? Die Frage ist, wenn du es begrenzen willst, wer sollte das Recht haben, das zu begrenzen? Kontrollieren. Wer, an welchem Punkt sollte er das machen? Was sollte er mit dem machen können, was er irgendwo abnimmt? Und die Sache ist wieder, sobald du diese Position schaffst, die das irgendwie sagen kann, wird diese Position in irgendeiner Art und Weise korrumpiert werden. Weil wir dann, also wir, das, was wir jetzt gerade erleben, also das, was du sagst und das, was wir aber gerade haben, ist ja das genaue Gegenteil, nämlich immer mehr Bürokratie. Und ich frage mich einfach, also wie weit muss die Schraube noch gedreht werden, damit die Leute verstehen, dass Bürokratie nicht zu ihrem Guten ist, sondern eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, ja genau das Gegenteil, die Eigenverantwortung.
Ich denke, alles ist möglich. Also ich hoffe, dass am Ende die Liebe und die Eigenverantwortung und so gewinnt. Aber ich meine, so Gesellschaften wie Nordkorea existieren auch. Und das könnte ja auch alles komplett in die Hose gehen. Also ich weiß es nicht, wie schlimm es kommen könnte. Ich denke, es könnte so schlimm kommen, theoretisch, dass alles komplett letztendlich sich selber frisst. Und diese ganzen Machteliten, die jetzt da sind, die schaffen ja auch nichts, was nachhaltig ist. Also die Menschheit kann sich abschaffen aus deiner Sicht. Ich denke, das sind im Grunde Psychopathen. Es ist eine Pathokratie, weil die großen Psychopathen herrschen. Und das ist wie in einer missbräuchlichen Beziehung. Wenn wir den missbräuchlichen Partner ewig weitermachen lassen, dann führt das nur dazu, dass am Ende alles kaputt ist. Und wir müssen sagen, Moment mal, das ist missbräuchlich, da machen wir jetzt nicht weiter. Und es reicht mir. Und wann die Leute das sagen, ich denke, dieser Punkt ist bei jedem unterschiedlich. Und ich sehe schon immer mal wieder Leute, wo es denn passiert, dass sie sagen, es reicht jetzt. Aber wann und wie, das ist in jedem Einzelfall, denke ich, anders. Aber das, was du dir wünschst, das hast du eben gesagt, also dieses Dezentrale, das braucht Zeit. Das heißt, denkst du da in Zeiträumen, also werde ich das noch erleben, so eine Welt? Ich bin jetzt Anfang 50. Oder sagst du, das sind wirklich Prozesse, die so tiefgreifend sind, dass wir da Jahrhunderte brauchen werden, um das Also als ich angefangen habe mit den ganzen Recherchen, dachte ich, das wird alles ewig dauern. Jetzt passieren Dinge scheinbar auf einmal plötzlich so schnell und Leute orientieren sich so schnell um. Also ich weiß es nicht. Ich denke, wichtig ist der Prozess, den man macht. Einerseits ist das Bewusstsein schaffen, überhaupt erstmal Verständnis der Situation, Verständnis, wie Alternativen möglich sein können. Wenn man kann, auch direkt schon alternative Lebensentwürfe starten, Lebensinseln und so weiter. Diese Idee von Dezentralisierung an sich. Ein wichtiger Punkt, denke ich, wäre auch noch zu sagen, es muss eine Art von Aufarbeitung geben. Das heißt Umverteilung. Ich meine, die Leute sagen immer, es gibt jetzt so viele, die so ungerecht viel haben. Und dem stimme ich auch zu. Und die haben das auch kriminell bekommen. Nur die Lösung, die dann häufig vorgeschlagen wird, es sollte eine permanente Umverteilung geben von pauschal reich nach arm oder irgendwie sowas. Und ich denke, die Umverteilung, die gerecht wäre, wäre in Form von Gerichtsprozessen. Dass du siehst, wer hat es kriminell wem abgenommen. Und dass es dann sowas wie eine einmalige Sache ist. Und wie man das genau umsetzt, weiß ich auch nicht. Ich meine, es gibt Initiativen, die so in die Richtung gehen. Corona-Ausschuss im Grunde geht in so eine Richtung, eine gerichtliche Aufarbeitung. Es gibt sowas wie die Kuala Lumpur-Kriegsverbrecherkommission, die irgendwie die US-Regierung wegen Kriegsverbrechen verurteilt hat. Oder Internationalen Strafgerichtshof, der manchmal so in diese Richtung geht. Und ich denke, das grundsätzlich zu sagen, ja, die Zentralbanken, die jetzt die ganze Kohle haben oder das ganze Gold haben oder Rüstungsunternehmen oder Amazon oder was auch immer, muss man schauen, haben die das wirklich rechtmäßig oder haben die das sich kriminell angeeignet und verteilt man das eventuell um? Dass man überhaupt diesen Gedanken, diese Spur erstmal weiterverfolgt, obwohl, ob das unbedingt notwendig ist, weiß ich auch nicht. Denn wenn wir, sag ich mal, die technologischen Möglichkeiten haben, uns auch trotzdem weiterzuentwickeln, ohne dass wir das Gold der Zentralbanken haben, weil wir einfach mit dem, was wir haben, schon eine freie Gesellschaft bauen können, dann können wir einfach sagen, behaltet euer Zeug, ist uns doch egal, wir machen einfach unser Ding und wir können es auch. Was kann jeder Einzelne tun? Raus aus dem Schubladen denken, aufhören, andere immer gleich zu bewerten und niederzumachen, nur weil sie anderer Meinung sind? Zum Beispiel? Naja, weil viele sagen ja irgendwie, ich kann ja eh nichts machen. Das ist ja so ein Satz, den man, also ich höre den ganz häufig nach, was soll ich da schon machen? Was sollen wir da machen? Ja, ich verstehe das alles, ist alles ganz schrecklich, aber ich, was soll ich denn machen? Die Revolution ist, denke ich, in den kleinen Dingen. Jeder wartet irgendwie auf so einen Aha-Moment, auf den großen Anführer. Ich denke, das ist es alles nicht. Ich meine, wenn solche Dinge passieren und funktionieren, cool. Aber ich denke, das ist das Wesentliche. Dieser ganzen Revolution, die wir hier machen, sind normale Leute, die in ihrem kleinen Umfeld Dinge tun. Und jeder einzelne Schritt, der dich dazu bringt, ein positiverer Einfluss auf dein Leben, auf deine Umwelt zu sein, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn du da jeden Tag oder auch nur jeden siebten Tag oder whatever, da einen kleinen Schritt nach vorne gehst, geht es nach vorne. Und sich darauf zu konzentrieren, auf diese ehrliche, harte, simple Arbeit, die jeder bei sich macht, ist, denke ich, das Entscheidende. Und da muss man dann auch nicht immer fragen, ja, wird es dann irgendwo hin führen und wie lange wird es dauern? Solange du beständig diesen Fortschritt machst, geht es vorwärts. Und das ist alles, worauf es ankommt. Dazu ein Beispiel zu dieser ganzen, das passt auch super zu dieser ganzen CO2-Sache, über die wir gesprochen haben, denn da sind ja auch noch viele irgendwie der Meinung, Moment mal, um den Bogen kurz zu spannen. Also vor 20.000 Jahren
war der Meeresspiegel 120 Meter tiefer als heute. Mhm. Vor 13.000 Jahren gab es eine tausendjährige Eiszeit, wo man mittlerweile weiß, wahrscheinlich ist ein Komet auf die Erde eingeschlagen. In den letzten Jahren kamen die Studien dazu raus. Und ich sag mal, diese 120 Meter, die sich der Meeresspiegel bis heute verändert hat, ich denke mal, das war jetzt nicht der Mensch mit seinen CO2-Emissionen. Und zu sagen, dass wir auf 100 Jahre die Temperatur vorhersehen können oder dass wir die auf 100 Jahre gleich lassen können, weil wir den Regler gefunden haben, das Thermostat, oder am besten noch ein bisschen alle Ewigkeit gleich lassen, ist, glaube ich, komplett aberwitzig. Aber okay, sagen wir einfach mal, die Erde wird jetzt heißer und wie gehen wir damit um? Die Sache ist ja, wir sollen die CO2-Steuern sparen und das muss alles begrenzt werden, weil wir alle giftig sind quasi. Was wirklich hilft, ist Permakultur. Und da gibt es herrliche Beispiele. Zum Beispiel Yacouba Savadogo ist ein Bauer aus Burkina Faso. Und der hat eine Methode gefunden, mit der, eine Fläche von der Slowakei oder sowas wieder bewaldet wurde. Er pflanzt Bäume, indem er die Samen mit Asche ummantelt und mit Viehdung und das anders pflanzt, die Löcher dafür größer macht, das mit Laub bedeckt und so weiter. Und das funktioniert. In der Wüste pflanzt er Bäume. Dort sind jetzt auch wieder andere Niederschläge. Das Klima verändert sich quasi lokal dadurch. Die Leute können wieder Nahrung anpflanzen, sie haben wieder Jobs. In Indien, Rajendra Singh hat ein System von Joe Hutz, das sind Erdwälle, wo der Monsunregen umgeleitet wird. Flüsse haben wieder Wasser, die Leute können wieder Sachen anpflanzen. Das Klima verändert sich. Tony Rinaudi hat in Niger eine Methode entdeckt, wo er Baumwurzeln, die noch übrig waren von Bäumen, die abgerodet wurden, wie er dort wieder Bäume aufpflanzen kann. Dort wurden 200 Millionen Bäume gepflanzt. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Mhm. Ich habe noch ein paar mehr davon im Buch. Der Punkt ist, es gibt simple Möglichkeiten, für die du weder irgendwie Hightech brauchst, noch Genmanipulation, noch Agrarmaschinen, wo du selbst in der Wüste anpflanzen kannst. Sogar wenn es heißer ist und mehr CO2 in der Luft ist, geht es sogar noch leichter. Das heißt, wenn wir Sorgen haben, dass wir nichts anpflanzen können und dass Leute ihre Heimat verlieren und was nicht alles, wenn es heißer wird, um Himmels Willen, bringt den Leuten Permakultur bei. Es funktioniert, das kann jeder arme Bauer. Es sind super einfache Methoden. Und die Tatsache, dass das nicht gemacht wird vom System, zeigt mir einfach, was sie wirklich wollen. Denn wenn es ihnen wirklich darum geht, vor Ort das Klima zu ändern, den Leuten zu helfen und so weiter, dann würden sie nicht sagen, wir machen aus Wäldern, was sie in Afrika machen teilweise, wir machen da Kohlenstoffsenken draus, vertreiben die Urvölker da draus und wir errichten irgendwelche großen Monokulturen mit industrieller Landwirtschaft, weil die klimafreundlich ist. Das ist alles eine Riesenfarce, sondern sie würden den Leuten Permakultur beibringen, was jeder, wirklich jeder machen kann. Du brauchst absolut keine Kohle dafür. Ja, ist faszinierend, dass du das sagst. Ich bin vor ein paar Jahren mal in Süditalien gewesen und bin auf einem Bauernhof da gewesen, 2 Wochen lang, der Permakultur gemacht hat und es war einfach alles da. Also die Kinder konnten sich mittags ihr Essen auf dem Feld ernten. Der hat seinen eigenen Wein angebaut, von dem man keinen Kopf bekam, weil das einfach alles so frisch und so gut war und so unfassbar, eine Oase wirklich, aber ja, überhaupt nicht erwünscht, wie du es gerade gesagt hast. Ein Wissen, das nicht erwünscht ist, weil es wieder ja dezentral wäre. Jeder könnte sich selbst quasi versorgen. Das kann aber wiederum nicht im Interesse von Nestlé sein. Ist genau das. Ja, aber da kommen wir nur raus, indem die Leute das verstehen und einfach anfangen, ihren eigenen Garten anzupflanzen, exakt, oder? Eben im Klaren, dass Leute sagen, ich weiß, dass ich jeder kleine Normalo die Revolution bin. Und selbst wenn ich nur Tomaten auf dem Fensterbrett ziehe oder irgendwas, jeder einzelne Schritt, der mich weiterbringt in diese Richtung. Und das hat ja auch gegenseitig verstärkende Effekte. Dann hört jemand anders davon, oh, du machst das und dann ermutigt einen, das vielleicht was zu tun. Und wir müssen nicht von heute auf morgen die perfekten, super nachhaltigen, die keinen Elektroschrott aus China mehr kaufen und so. Keiner ist von heute auf morgen der perfekte Mensch. Aber das sollte uns nicht daran hindern, mit dem anzufangen, was wir tun können. Und egal, wie klein diese Schritte sind, jeder einzelne Schritt zählt. Und das ist einfach das. Gibt es noch, oder andersrum gefragt, bist du jemand, der noch Träume hat oder lebst du wirklich so auch in den Tag und sagst, was kommt, kommt und ich, also, oder gibt es noch so Dinge, wo du sagst, das soll irgendwann mal geschehen sein, wenn ich das Zeitliche segne?
in gewisser Weise ist das mir alles nicht so wichtig, was jetzt konkret passiert. Ich will wirklich einfach nur jeden Tag, sage ich mal, mein Bestes geben. So eine konkrete Idee für mich, wenn ich irgendwann eine Familie gründen würde, ist ein schöner Gedanke, wenn das alles passt, das Drumherum. Aber es ist dann auch nicht meine erste Priorität. Also wenn ich merke zum Beispiel, dass ich in so großen wirtschaftlichen Nöten und Zwängen bin, dass ich mich nicht wirklich kümmern könnte um die Familie, die ich hier gründe, dann würde ich sagen, dann lasse ich es lieber. Weil ich dann mir keinen Gefallen tue, der Familie keinen Gefallen tue und dann lieber mit der Arbeit hier weitermache. Denn mal ganz ehrlich, das ist hier alles super episch. Das ist der Freiheitskampf auf Herr der Ringe-Niveau, mehr oder weniger. Also mit... Und wir sind da mittendrin. Mit ungewissem Ausgang. Wir sind da mittendrin und da finde ich es dann auch schon ein bisschen vermessen für mich jetzt zu sagen, ja, ich würde aber noch gern dies und jenes. Ich meine, das Wichtige ist erstmal, dass man auf eine Bahn kommt, dass wir als Menschen auf eine Bahn kommen, wo ich den Eindruck habe, hier gehen wir jetzt in eine richtige Richtung, hier sind wir safe. Und während wir da noch mittendrin sind, ist das einfach mein erste Priorität, mein erster Fokus. Im Grunde meines Herzens bin ich ein super einfacher Mensch. Ich will nicht reich sein, das interessiert mich alles gar nicht. Ich will ein einfaches Leben haben, mit meiner Familie glücklich sein. Nur wenn ich sehe, dass da ein System ist, was mich persönlich bedroht und meine Familie, dann sage ich, okay, ich kann nicht Ruhe geben, bevor das nicht gelöst ist, das Problem. Und da sind wir gerade mittendrin. Ja, was auf jeden Fall hilft, wenn man da mittendrin ist und wenn man in dieser... Also wenn man diesen Wahnsinn einfach auch kaum noch erträgt, ist tatsächlich, habe ich neulich mal gemacht, mich nachts hinzustellen und in diesen Sternenhimmel zu schauen, mir darüber bewusst zu werden, was wir eigentlich wirklich sind und wie faszinierend das ist, dass es uns überhaupt gibt und das passt, also dass das überhaupt möglich ist, dass wir hier jetzt zum Beispiel sitzen, dass wir Menschen sind, dass wir diese Erfahrungen machen können. Und dazu passt irgendwie was ich neulich mal gelesen habe, dass die Seelen halt einfach auch wirklich Schlange gestanden haben, um diesen Slot hier mitzuerleben in diesen Zeiten. Möglich. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht, aber es könnte einen Sinn ergeben. Aber eine wundersame Existenz ist es auf jeden Fall. Und ab und zu mal dieses Gefühl von, wow, das ist alles total abgefahren, dass wir überhaupt alle da sind. Ich meine, warum existiert überhaupt irgendwas? Genau. In welchem Raum? Was ist das hier eigentlich alles? Und ja, warum steht auch die Sonne in so einem Abstand, der so exakt passt, dass wir hier jetzt nicht komplett verbrennen zum Beispiel? Ja, und wieso gibt es den Mond und warum gibt es Ebbe und Flut? Wo geht denn das ganze Wasser plötzlich hin? Gut, das kann man irgendwie alles wissenschaftlich erklären, aber wenn man, also ich fange ja manchmal einfach wieder an, wie so ein Kind zu staunen auch. Ja. Weil es so perfekt ist und dann muss ich auch lachen auf der anderen Seite und denke mir, und der Mensch versucht oder maßt sich an, diese Perfektion besser zu machen, zu patentieren, um daraus Geld zu generieren. Das ist doch der Wahnsinn. Ja, es ist mindestens ebenso erstaunlich. Ne, dass ja, aber wir müssen da nicht mitmachen. Ja, das ist genau diese Eigenverantwortung, für sich zu entscheiden, zu sagen, ich mache da jetzt so nicht mehr mit. Und das in kleinen Schritten. Eben nicht alles auf einmal, weil das funktioniert nicht, das hast du eben auch so schön gesagt, sondern tatsächlich einfach in kleinen Sequenzen. Das ist die Revolution. Also jeder Einzelne, der auch nur den kleinsten Schritt geht, emotional auf sich selbst besser klarzukommen, Trauma zu überwinden, liebevoller mit anderen Menschen umzugehen, das ist nicht irgendwie Beiwerk. Das ist die Revolution. Ja. Und eben raus aus diesem Schubladendenken. Dieses, dass man sich da auch selber immer wieder auf die Finger klopft und sagt, okay, ich habe hier jetzt wieder jemanden bewertet, das passiert ja so aus dem Reflex heraus. Und nee, das ist überhaupt gar nicht nötig, das zu bewerten, mich irgendwie über den zu stellen. Das denke ich auch ganz oft so in den alternativen Medien ist ja auch immer wieder ein Trend dazu, da zu sagen, ach, die haben das noch nicht begriffen, sind die denn zu blöd oder so. Nee, also ich bin halt an dem Punkt, an dem ich bin und der andere ist an dem Punkt, an dem er ist und ich würde mir einfach wünschen, dass er das genauso akzeptiert, dass ich an diesem Punkt bin und mich vielleicht für ein bisschen verrückt, schräg oder was auch immer hält und von mir aber genau dieser gleiche Respekt eigentlich kommt, dass er eben an dem Punkt ist, wo er ist. Ja, ich meine, rein sachlich könnte man sagen, man hat eine gewisse Berechtigung, gewisse Leute Schlafschafe zu nennen oder irgendwas, weil ja, sie merken es doch wirklich nicht. Nur man muss sehen, wenn du das tust, was ist die Konsequenz daraus?
wirst du damit eher mehr Frieden, mehr Harmonie, mehr Sachen sehen. Und dass das Konzept der gewaltfreien Kommunikation super, weil es zeigt, wenn du irgendwas erreichen willst mit anderen Menschen, ist Verurteilung der denkbar schlechteste Weg. Sondern schau, was sind eigentlich deren Gefühle gerade, was sind deren Bedürfnisse. Drück dich auch mit deinen eigenen Gefühlen und Bedürfnissen aus, lass Urteile möglichst außen vor und dann kommst du viel eher an Zusammenarbeit und Harmonie, als wenn du es nicht tust. Das ist einfach auch ein Fakt, dass es so funktioniert und das ist auch etwas, was man einfach berücksichtigen muss. Und wir wollen ja nicht einfach nur Recht haben, sondern wir wollen irgendwo hinkommen. Das ist so ein Slogan in der gewaltfreien Kommunikation. Willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Wie heißt nochmal der Autor? Hilf mir. Marshall Rosenberg. Ja, genau. Ja. Aber er hat gesagt, willst du Recht haben oder verheiratet sein? Das war sein Beispiel. Okay. Ja. Super empfehlenswert, die Seminare. Also wenn man die sieht, er ist jetzt verstorben seit ein paar Jahren, aber auf YouTube, die Seminare gehen stundenlang und es sind ja einfach nur 4 Schritte in der gewaltfreien Kommunikation. Der erste, beschreibe eine Sache nicht wie, du bist immer so unordentlich, sondern als du XY konkret getan hast, damit es auch erst, was du sehen kannst, sage ich, ich fühle mich dabei so und so, nicht ich habe das Gefühl. Genau, ich fühle mich, wir leben hier in einem Haushalt und ich fühle mich nicht gut, wenn du überall deine Sachen rumliegen lässt. Genau. Und nicht, ich habe das Gefühl, du bist immer, sondern ich habe das Gefühl, ich fühle mich. Irgendwie dann, ich habe ein Bedürfnis nach, sagen wir mal, Ordnung. Ja? Dann als letztes ein Vorschlag, wo du einfach kannst du diese Sache konkret und nicht kannst du mal nett sein, kannst du mal ordentlich sein, sondern kannst du, wenn du das, kannst du das da und da hinlegen und so weiter. Das ist einfach nur 4 Schritte, denk mal einfach an einen Mechanismus, denkt man. Und wenn man diese Seminare sieht, die er gibt und die Leute das machen lässt quasi, sieht man, wie sie an jedem Schritt erstmal scheitern und erstmal in so einen Automatismus verfallen, den wir ständig machen, wo es ständig dieses Verurteilende und so weiter ist. Und es ist so ein bisschen wie Affen zuzuschauen, die irgendwie versuchen, Werkzeuge zu benutzen. Mhm. Aber an dem Punkt sind wir ja als Zivilisation. Ich meine, wenn man zurückschaut, wir waren unglaublich primitiv, unglaublich grob. Es gibt so viel Missbrauch in fast jeder Familie, die du kennst, gibt es irgendeine Form von physischen, sexuellen Missbrauch, was auch immer. Und wir kommen so langsam aus dieser ganzen Sache raus und wir sind dann noch mittendrin. Und wir müssen uns auch nicht dafür schämen, dass wir an dem Punkt sind, wo wir sind, dass wir noch relativ primitiv sind, dass uns das noch alles schwerfällt. Das ist einfach unsere Situation gerade. Das ist auch in Ordnung. Und jeder, der das erstmal so akzeptiert und sagt, okay, ich setze mich damit auseinander, auch wenn ich dabei hart am Struggeln bin, cool, du bist ein Gewinn für die ganze Sache. So. Ja, und du spürst dann auch, dass da, also das hat dann auch wirklich was mit Lebenssinn zu tun. Das erfüllt einen. Ja. Ich danke dir, Christian. Ich danke dir. Für das Gespräch. Und ich bin sehr gespannt auf Band 2 und 3 und hoffe, dass ich bis dahin Band 1 ganz durch habe. Nein, es ist wirklich, also wie du schon sagst, es ist ein epochales Werk. Und ja, es trägt sehr dazu bei, ins Nachdenken zu kommen und darüber sich bewusst zu werden, was Menschsein ausmacht und was es eigentlich sein sollte. Und ich meine, Wahrheit, Freiheit, Liebe, Wunder. Danke, Spock. Ja, gerne. Danke. Danke dir. Euch. Danke euch. Und vielen Dank euch fürs Zuschauen. Gute Nacht. Bum, bum, bum.